Genau. Zeit verzögert. Aber es ist alles gut. Ihr wurdet so langsam. Alles klar. Ja, wir haben die Slow-Version sozusagen. Okay. Hat ja gepasst. Nächster Runner ist da. Mr. Tiger ist auch mit am Start. Unser Runner ist Kainovich. Und wie gesagt, Pokémon Feuerrot, Any Percent. Commentary, mit der euch jetzt zum Schaden. Das macht Mond. Ich weiß nicht, Turn, was willst du, eine Pause machen? Ich müsste, weil Friseurtermin und so. Dann übernehme ich deinen Part. Also, Mr. Tiger für die Donations und Mond genau. Als right. Nebencommentary. Ich bin aber auch gleich da. Ein Moment da. Okay. Dann verabschiede ich mich dann schon mal. Hat Spaß gemacht die ganze Nacht und die paar Stunden heute Morgen noch. Und, ja. Wir hören und stören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde bestimmt irgendwann wieder auftauchen. Jo. Und ich bedanke mich bei Silo für den zwar gurken, aber sehr, sehr unterhaltsamen Run. Jo, hat mir auch Spaß gemacht. Auch wenn ich mich dafür entschuldigen muss, dass der so gurken hat. Oder? Naja, passiert. Ja. Alles klar, ihr lieben Leute, ich wünsche euch viel Spaß und sage tschüss, ciao, bye bye. Tschüss. So, dann Kyle. Warte, lauft ihr über mich, also über meinen Sound, weil die sagen alle, ihr seid zu leise, ich kann euch lauter stellen. Ja, wir laufen über deinen Sound. Dann muss ich euch mal eben lauter drehen. Lautstärke anpassen. Ach, ich hau euch einfach mal alle auf plus 9. Red mal weiter, Tiger. Test, 1 zu 3, 1 zu 3. Ich weiß nicht, was ich sagen sollte, keine Ahnung. Okay, so läuft. Alles gut. Super. Jo, dann. Okay. Moonstrucker ist zwar gerade noch, glaube ich, kurz weg, aber ich glaube, wir können schon mal anfangen, denn wir sind. Ja, bin wieder da. Okay. Sorry, irgendwie war mein Mic auf einmal dann down und ja. Bin wieder da. Also ganz kurze Nebeninfos. Hunter Hack wäre jetzt eigentlich mit einem sehr schönen 3D World Run dran, aber leider ist er nicht da. Warum auch immer. Deswegen müsst ihr noch mehr von mir ertragen. Das wird der dritte Pokémon Run heute. Aber okay. Ja. Nee, und ich bin überaus glücklich, dass ich gestern Abend um 11 meine Feuerrot-Notes noch zu Ende geschrieben habe, weil ich mir schon irgendwie gedacht habe, dass ich heute irgendwas brauche. Nice. Das heißt, ich habe jetzt meine eigenen Notes noch geschrieben und kann mir die über mein Handy angucken, weil ich nur ein Bildschirm zur Verfügung habe. Aber okay. Und ich bin einfach nur dazu da, weil ich halt mehr oder weniger noch was zu Pokémon sagen kann. Alles klar. Okay. Okay, ich habe eigentlich den Run auch schon gesehen und so weiter, aber du machst die Glitches-Variante? Ist die Glitches, oder? Es gibt keine Glitch-Variante von Feuerrot. Ja, ich wollte gerade sagen, die ist ja Glitches. Okay. 1, 2, 3, go. So, am Anfang, wie üblich eigentlich halt, man kommt langsam ins Intro rein und Pokémon wird halt ganz normal gespielt. Es ist ein, man muss noch mal dazu sagen, Pokémon Fire Red genauso wie Leaf Green sind Remake-Spiele von der ersten der Edition. Blauen und roten Edition. Aber es ist wirklich nicht so wie in der blauen, roten und blauen Edition? Nein, es wurde noch etwas sehr stark mehr verändert. Das macht aber Nintendo oder Game Freak macht das meistens bei den Pokémon-Spielen, dass die zu den Remakes noch etwas hinzufügen. Und wie wir halt es üblich kennen, auch aus den anderen Spielen halt, am Anfang kommt ein Professor rein, hier in dem Fall ist es wieder Professor Eich. Der erklärt uns ein bisschen halt was über die Welt der Pokémon und ja, kommt dann langsam so in die Richtung hin, wo wir dann sagen, hey, so, wer bist du? Der Protagonist ist halt jetzt in unserem Fall A, weil wir brauchen halt nur einen Buchstaben im Namen, damit es halt die Textbox schneller ist. Und auch für den Rivalen nehmen wir halt einfach einen Buchstaben, in dem Fall ist es jetzt B. Und ich möchte mal ganz kurz dazu sagen, es ist, glaube ich, einer der größten Streitthemen in Pokémon Speedruns. Ab der zweiten Generation nimmt man den Jungen oder das Mädchen. Und es gibt in ganz vielen Spielen von Pokémon so Sachen, die das Mädchen schneller machen. Weil viele immer sagen, bist du blöd, du bist ein Junge und spielst als Mädchen. Und in diesem Spiel macht es null Unterschied. Also es gibt keine Difference zwischen dem Jungen und dem Mädchen. Und ich bin, glaube ich, der einzige Runner, den ich kenne von Fire Red Leaf Green, der den Jungen nimmt. Also jeder nimmt irgendwie das Mädchen, obwohl es halt, keinen Unterschied macht, aber jeder macht es trotzdem. Und ich bin der Einzige, der so den Jungen nimmt. Oh, please. So,
Jetzt kommen wir halt wieder so zu der Stelle, halt, wo wir jetzt unser Starter-Pokémon aussuchen. In dem Fall ist es hier Shiggy. Genau. Weil im Prinzip runnt man mehr oder weniger den Anfang vom Spiel komplett mit Shiggy durch. Man macht das ganze Spiel mit Shiggy. Ja, mit Turtok letztendlich. Und ja, nicht, okay. Aber nicht nur mit Turtok. Oder machst du auch noch Round 2? Nee, ich mache nur Round 2. Nee, any percent. Okay, dann machst du nur Round 1. Okay. Nur Round 1. Das war mir jetzt ein bisschen unschlüssig. Also in dem Fall nur Round 1. In dem Fall macht er halt das ganze Spiel nur mit Turtok. Weil Turtok hier einfach mal ein sehr gutes Muster hat. Und was ganz wichtig ist, wo der Kaido schon pfeift. Let's go, Boys. Seine Werte angucken. Auch was das Wesen betrifft. Weil ab der dritten Gen haben auch die Pokémon Wesen. Diese Wesen beeinflussen auch nochmal die Werte ein bisschen extra. Was hast du nochmal für ein Wesen? Quiet. Quiet ist plus Special Attack, minus Speed. Und eigentlich sind minus Speed, also Initiative, Wesen schlecht. Aber meine Initiative war 9. Das heißt, ich habe eine minus Speed Nature, aber richtig gute Init. Das heißt, es geht noch. Aber mein Special Attack war 12. Und 12 ist das Maximum, was man haben kann mit einer plus Special Attack Nature. Und Special Attack ist so ziemlich der wichtigste Stat für den ganzen Speedrun. Also, das Squirtle ist echt Boss. So wie es im Moment aussieht. Also, der schlechte Speed macht mir später noch zu schaffen, aber es ist ja egal. Es geht alles. Der 12 Special Attack ist Bombe. Und 10 Attack ist auch, was man haben möchte. Ja. Also normalerweise, um es mal kurz mal hier so anmerken zu wollen, um den VR-Pace mal so anzusprechen. Um den VR-Pace wirklich ranzukommen, braucht man an sich ein perfektes Shiggy, was komplett 6, wo alle Werte, also DVs praktisch, DVs sind Werte halt. EVs, DVs ist Generation 2. Nein, auch hier. Nein, da gibt's EVs. EVs, IVs. Es gibt IVs und DVs. Nein, Kollege. Es gibt IVs und EVs. In Generation 2 gibt's DVs und EVs. Und DVs wurden durch IVs ab Generation 3 ersetzt. Ich bin gerade auf dem Deutschen. Auf Deutsch heißt es DVs. Egal. Auf jeden Fall, was der World Record Run machen würde, ist das Squirtle RNG manipulaten. Richtig. Auf Deutsch gesagt, es gibt bestimmte Programme. Also es gibt einen Typen in der Pokémon Speedrunning Community, MK Dasher heißt er. MK Dasher hat so ziemlich das meiste gemacht für alle Spiele ab Gen 3, 4, 5 in den letzten, also im letzten Jahr. Er ist echt krass, was er gemacht hat. Und er hat ein Programm gemacht, damit kann man seine Trainer-ID analysieren. Die muss man dann in einen Hexcode umwandeln. Und diesen Hexcode kann man in das Programm eingeben und dann wird einem angezeigt, auf welchem Frame man A drücken muss bei dem Shiggy, damit man ein fast perfektes Shiggy bekommt, also mit sehr, sehr, sehr guten Stats. Und wenn man das halt konsistent drauf hat, kann man viel bessere Shiggys bekommen. Richtig, und auch vor allem nicht nur halt, was die Werte angeht, sondern halt auch, was das Wesen betrifft, weil es gibt halt auch welche, wo jetzt nicht gerade der Init nach unten geht, sondern eigentlich wäre es perfekt, wenn irgendwo was anderes nach unten geht. Ja. Also, wie schon Kai gesagt hatte, er hat einen Shiggy mit einem an sich guten, normalen. Also, wenn man jetzt das mit dem Wesen nicht wirklich mit einberechnen würde, dann hat er eigentlich eine gute Init. Aber weil halt er noch ein Wesen hat, wo der Wert praktisch von der Initiative runtergeht, ist es ein bisschen schlechter. Das rutscht nur 1 ab. Genau. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil. Danke, Kobral, by the way. Nee, weil Kobral gerade Gottlob geschrieben hat, deswegen sage ich danke, weil ich ein netter Junge bin. Also, wenn man so macht wie ich und das Squirtle nicht RNG manipulated, muss man halt viel öfter resetten, weil man braucht Special Attack, ist so ziemlich der eine Stat, der am wichtigsten ist für den ganzen Run. Vor allem auch später, wenn man so richtig viel Zeug mit Blizzard und sonst Müll killt. Brauchst du halt den Bomben-Special-Attack und ich habe auf Level 5 12 gehabt. 12 ist das Maximum, was man bekommen kann, aber man bekommt 12 nur mit einer Plus-Special-Attack-Nature, was ich habe. Also ist mein Special-Attack richtig gut und ich habe eine Plus-Nature. Also mit dem Special-Attack sind so ziemlich ganz viele Damage-Ranges weniger oder gar nicht mehr vorhanden, was vor allem für Marathons relativ gut ist. Normalerweise geht man bei den Wesen, also
alle Wesen, wo du plus irgendwas hast und minus Defense oder Special Defense, sind gut, sagt man so. Man kann Modest, was die plus Attack, minus Attack plus Special Attack Nature ist, die kann man runnen, ist aber eher nur für Profis, weil Angriff schon eine Rolle spielt. Deswegen sollte man... Für den Anfang ist noch halt der Angriff sehr wichtig. Genau. Deswegen ansonsten sollte man sich da nicht dran rühren. Alles auf Special. Genau. Okay, wie man hier gerade gesehen hat, ich habe einen Radfratz gefangen. Wenn ich hier einen Taubsi sehe, würde ich das auch gerne fangen. Ist es ein, mit der einzigen, da, eins der einzigsten Spiele, wo die beiden Schwarmgegner, die am Anfang kommen, sehr nützlich sind. Radfratz und Taubsi, weil, was Molen schon vorhin angesprochen hat, die Unterschiede zwischen Rot und Blau in diesen Spielen. Ein Unterschied ist, dass Radfratz in diesen Spielen Zerschneider lernen kann. Richtig. Und Schaufler. Und ein Taubsi kann fliegen. Und das sind im so... Im Prinzip nutzt er die beiden als VM-Sklaven. VM-Sklaven ist für alle Pokémon-Spieler ein ganz großer Begriff, weil im Prinzip sucht man sich immer irgendwo ein Pokémon aus, was halt am Anfang ziemlich schnell die VMs erlernen kann. Sowas, so diese Standardattacken wie Zerschneider, Stärke, Zertrümmerer, Surfer auch und Fliegen. Also diese ganze Kombination halt da. Also die... Halt für ein Pokémon praktisch im Prinzip alle VMs, die man in diesem Run braucht, sind Zerschneider, Surfer und Stärke. Stärke bekommt das Turtok ganz, ganz am Ende. Surfer bekommt das Turtok, sobald man es bekommt, weil Surfer eine Bombenattacke ist. Und Zerschneider und Schaufler bekommen das Radfratz. Und Fliegen das Taubsi. Dafür braucht man die beiden. Das ist auch ganz nützlich für Turtok später, weil zusätzlich A, Surfer ist hat auch eine gewisse Stärke halt, wie jede andere Attacke auch. Ich glaube, in der Gen war Surfer noch bei 80. Ich weiß es nicht, ich glaube, ja. Es müsste die Stärke 80 haben und Turtok kriegt noch einen Step drauf. Step ist im Prinzip Same Attack. Same Type Attack Bonus? Ja, Same Type Attack Bonus. Jetzt habe ich den Type vergessen. Auf Deutsch kann man sich das ganz einfach übersetzen. Es kriegt halt, weil es gerade denselben Typen hat wie die Attacke, kriegt es einen Bonus dafür. Heißt im Prinzip, es steigt nochmal um plus 40. Weil man muss halt von der Stärke der Attacke nochmal 50% abziehen und das rechnet man praktisch dann plus dazu. Ganz einfache Mathematik. Ich möchte mal zu dem Run gerne was sagen. Und zwar, 120. Ja. Ab der dritten Gen gab es ja auch die, wie heißt es, die Abilities, also Fähigkeiten von den Pokémon. Und alle Starter-Pokémon haben es halt. Alle diese Fähigkeit, dass wenn sie unter 30% Leben haben, richtig, dass ihrer Typ um die Hälfte geboostet wird. Das heißt, bei Shiggy ist diese Fähigkeit heißt die Torrent und auf ganz Deutsch viel... Sturzbach. Danke. Dafür habe ich dich als Kommentator. Und ganz viel Routing in Fire Red Leaf Green ist halt, wo bekommt man Torrent, kann man es effektiv nutzen und wie behält man es halt. Und man wird später das ganz viel sehen, dass ich sehr viel mit Torrent arbeite. Also, dass ich mir mal hier versuche, Torrent zu holen. Und dass ich auch mal eine Attacke einsetze, die unbedingt nicht killt, anstatt eine Attacke einzusetzen, die killen würde. Einfach damit ich Torrent manipulieren kann. Was sehr wichtig ist. Was auch natürlich ein großer Faktor spielt, seit der zweiten Gen gibt es ja Wetterattacken. Wenn er jetzt zum Beispiel die Attacke Regentanz hat, was ja den, also wo Regen noch zusätzlich dazu ist, wurde nochmal die Wasserattacke nochmal verstärkt. Genau. Und das ist auch ein wichtiger Faktor hier drin. Würde er jetzt noch mit Round 2 spielen, ist Regentanz sogar Whoa. Eine der wichtigsten Attacken, die man überhaupt braucht, weil. Yo. This run. Crit Weedle. Ich gecrittet oder du ihn? Ich. Nice von Jungs. Um nochmal zurückzukommen, zum Beispiel, also in Round 2, also Runde 2 von der Top 4, braucht man an sich auch noch die Fähigkeit, oder braucht man den Regen, weil der Regen bewirkt, dass zu 100% Donner trifft. Okay, also ich habe gerade meine beiden Level-Ups da gecheckt, Level 7 und 8, und ich habe auf beiden Level-Ups ein Special Attack Plus von jeweils nur eine bekommen. Das heißt, mein Special Attack bei Level 8 war 15. Das ist das Mindeste, was man braucht. Problem ist, ich habe halt 15 und die Plus Special Attack Nature. Das heißt, mein Special Attack ist doch nicht so gut wie anfangs gedacht, aber gut genug alle Male. Mit der Nature vor allen Dingen.
Mit der Nature ist es perfekt. Also ja. es ist nicht perfekt, aber es ist, gut. Schon, es ist sehr gut. Es ist hilfreich. Genau. Hättest du jetzt ein anderes Wesen bekommen, dann wäre es ein bisschen doof. Ich habe ja schon vorhin im Chat so Fragen mal beantwortet. Und ich glaube, die Frage, die ich am meisten so gesehen habe von Leuten, war, ist in Pokémon nicht viel RNG drin? Und ja, das ist es. In diesem Spiel vor allen Dingen benutzt man Attacken, zwei sind das, durch den ganzen Run sogar verteilt, die sehr geringe Genauigkeit haben. Und zwar Mega Kick hat auch 75%, nee 70%. 70% hat das nur. Und Blizzard hat auch 75%. Das heißt, es geht halt viel darum, okay, treffe ich jetzt oder treffe ich halt nicht? Und wenn ich nicht treffe, kann ich dann dadurch sterben? Lohnt es sich zu heilen? Wonach es dann halt auch geht, dass man bei Races guckt, ob es halt worth it ist. Okay, dieses Sentry hier ist eine Damage Range mit 15 Special Attack. Unterbrechen, sind keine 75%, sondern sind ab der zweiten Gen nur 70%. Oh, okay. Also cool. 5% weniger, aber es kommt hin. Es macht einen Unterschied. 5% mehr und 5% weniger ist immer so ein Unterschied. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Dieses Sentry hier ist auch besonders kacke, weil es hat. Ist das erste Pokémon Run mit Sand Attack. Also, wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Sandwirbel. Sandwirbel. Und Sandwirbel und Attacken wie Sandwirbel sind Müll. Es sind Attacken, die die eigene Genauigkeit senken. Und im Pokémon-Routing geht es halt auch viel darum, wie kann ich Pokémon-Center vermeiden im Sinne von meiner AP. Das heißt, wie kann ich meine AP so aufteilen, dass ich genau auf Null lande und dann irgendwann ein Elixir oder so benutzen kann, um meine PP wieder aufzufrischen. Das heißt, mit sowas wie Sandwirbel und so wird das halt relativ doof gemacht, aber man muss mitleben. Kommt eine interessante Frage rein. Warum runnst du auf Englisch? Warum runnst du auf Englisch? Ist Japanisch nicht schneller? Das ist eine Regel in der Community. Also die Pokémon Speedrunning Community hat sich da mal so drauf entschieden, dass man das komplett auf Englisch macht. Also dass jeder Run auf Englisch sein muss. Das ist eine Regel. Kann man auch auf speedrun.com nachlesen. speedrun.com/pkmnfrlg. Okay, hier ist so der erste Spot im Run, wo Torrent eine Rolle spielt. Ich bin relativ weit weg von Torrent, was schlecht ist, für Route 3, die hier gleich kommt. Route 3 ist echt viel schneller, wenn man Torrent hat, weil man alles one-hittet und ohne Torrent halt nicht. Und was ich gerade eben schon gesagt habe, mit Pokémon Center und so, ich werde in diesem Speedrun hoffentlich, wenn alles gut geht, kein einziges Mal ein Pokémon Center besuchen. Das wird alles so ausgeroutet. Folium, in diesem Run wird gar kein Glitch vorkommen, weil das Spiel an sich so gut programmiert ist, dass halt wirklich keine Glitches wirklich möglich sind. Basiert alles. Also nach meinem. Meines Wissens gibt es sogar Glitches, aber alles Zeug, was in einem Speedrun nicht wirklich eine Rolle spielt. Also alles nur so ganz kleines Zeug. Naja, es sind halt wirklich nur kleine Glitches, aber halt, wie gesagt, das Spiel wurde sehr gut programmiert. Okay. Was ich an diesem Spiel hasse, ist der Start, weil man einfach so langsam ist. Und jetzt wird der Speedrun interessanter, weil jetzt bekommt man die Turbo-Treter und jetzt kann man endlich rennen. Und das macht das Spiel echt viel spaßiger. Wozu man auch sagen muss, aber das spielt ja eh keine Rolle. Wenn du die Turbo-Treter im Spiel hast und halt mit Turbo-Tretern durch hohes Gras oder zum Beispiel jetzt in den Mondberg rumläufst,
kannst du viel schneller auf einen Encounter treten, als wenn du ganz normal läufst. Aber hab sowieso halt Schutz. Ja, deswegen, ich meinte, deswegen ist es ja egal, nur der normalerweise. Da er jetzt halt sich aber Schutz gekauft hat, Schutz bewirkt halt, dass man praktisch vor, bei 100 Schritten, obwohl 100 oder 50? Ja, 100. Nee, 100 Schritte, bei, bewirkt es, dass du bei 100 Schritten keinen einzigen Encounter bekommst. Jedenfalls bei schwachen Pokémon. Und da wir halt jetzt so oder so mit dem Shigi praktisch overlevelt werden, also überlevelt werden, werden wir auch keinen einzigen Encounter kriegen, der halt irgendwo in der Richtung höher ist als das Level vom Shigi. Ich bin jetzt gerade relativ traurig, weil ich 2 Poison Stings bekommen habe, ob es mich nicht vergiftet hat. Vergiftung wäre hier richtig gut gewesen, weil ich bin jetzt zwar in Torrent drin, mit 11 von 34, aber bei meinem nächsten Level Up haut es mich wieder aus Torrent raus. Und mit Poison Sting, also mit Gift, hätte ich mich halt auf wenig HP runter vergiften können. Und hätte dadurch Torrent länger behalten können. Aber es passt schon alles. Was auch eventuell wichtig sein ist, um mal kurz zu erklären. Du hattest ja jetzt eben nochmal von Rocco eine TM bekommen. Man bekommt ja von Arena-Leitern so wie bekannt immer eine TM. Und zwar gibt es eine kleine Änderung. Seit der dritten Gen gibt es die TM Felsgrab. Felsgrab ist eine Gesteinattacke, die jeder Gesteins-Arena-Leiter besitzt. Und die bewirkt, dass jedes Mal beim Treffen halt die Init runtergesenkt wird vom Gegner. Das ist eine ziemlich gute Variante, gerade wenn man auch langsame Pokémon hat, um den Gegner nochmal doch Schaden zuzufügen und dabei zu verlangsamen. Die hast du, glaube ich, auch Shigi gegeben, oder? Nee, ich hab die verkauft. Hast du sie verkauft? Man verkauft sie, damit man sich die in Schutz kaufen kann. Das ist so eines der Dinge, die mich dann wieder sehr, sag ich mal, motiviert, das Spiel zu speedrunnen. Im Vergleich zu Rot und Blau, da hat man keinen Schutz für Mount Moon. Und da muss man halt mit ganz vielen wilden Encountern rechnen. Aber hier hat man Schutz und alles gut. Gerade kommt noch eine Frage. Warum setzt du Water Gun nicht oben links in der Attackenliste, also ganz nach oben? Das ergibt sich alles später. Also, ich werde später noch Attacken tauschen, aber nur, wenn es wirklich nötig ist. Oh Mann, also nur, um das mal eben klarzustellen, ich bin eigentlich nicht, es ist nicht gedacht, dass ich diese Lady hier fighte. Hast du ja toll hingekriegt. Ich hab nur gerade, ich bin irgendwie total schlecht gelaufen, ich weiß auch nicht warum. Weiß nicht, was da gerade los war. Ja, du bist nach oben und nach rechts gelaufen. Ja, ich weiß nicht warum. Sogar ohne Damage, Mann. Oh, Junge. Guter Start. Aber ich hab, ich muss ja mal sagen, ich bin relativ zufrieden gerade. Ich habe relativ viel Pufferzeit mit meinem Estimate von 2,30, weil ich das Shigi beim ersten Versuch bekommen habe. Es kann echt Jahre dauern, bis man ein gutes Shigi bekommt. Oh ja, das stimmt. Jahre. Ich spreche aus Erfahrung. Fulim, warum er ihm einen Namen gegeben hat, gerade aus dem Punkt, damit die Textboxen schneller sind. Und hätte er ihm keinen Namen gegeben, wäre die Textbox viel länger. Und jeder Buchstabe braucht ein Frame, damit er dargestellt wird. Das heißt, den Namen A über Shigi zu nehmen, spart, was weiß ich, 5 oder 6, weiß nicht wie viel Frames das sind. Aber der Name ist halt so oft in diesem Speedrun dargestellt, dass es über den Run irgendwie 2 Minuten spart oder so. 6 Frames. Oh, was? Shigi hat 7 Buchstaben. What the fuck? Okay. S, C, obwohl, warte mal, Shigi auf Englisch? Squirtle. Squirtle, warte. Okay, das ist echt lustig gerade. Eigentlich bin ich erst, man entwickelt sich eigentlich erst viel später. Und der Fakt, dass ich mich gerade entwickelt habe, ist schlecht, weil ich hier jetzt noch einen Taubsi oder einen Spearow fangen muss, weil ich noch keinen Taubsi habe. Da ist mein Spearow. Ich glaube, ich habe nichts, womit ich das Viech damagen kann. Deswegen werde ich einfach mal einen Ball schmeißen.
Und nochmal, um auf die Sache einzugehen, wegen dem Pokémon einen Namen zu geben, das spart eigentlich schon ein paar Sekunden auch so ein, weil im Prinzip du gibst ihm direkt einen Spitznamen, drückst einmal A, drückst die Starttaste, fertig. Oh, wow, oh, okay, ich kann es doch damagen, alles gut. Jo, kannst du damagen. Ein Tackle reicht. Er Growl eingesetzt. Dann ist natürlich noch besser. Okay. Jetzt habe ich meine beiden HM-Sklaven. Und ja, wir wissen, die meisten Starter entwickeln sich schon auf Level 16, aber für ihn war das halt ein bisschen blöd, weil er eigentlich das vermeiden wollte, damit er sich hier noch ein Taubsi bzw. ein Habitat fangen kann. Korrekt. Bis fliegen. Und er sich dann etwas später dann halt auf Level 16 entwickelt. Okay, was auch in Gen 3 eingeführt wurde, waren die Bären und die gab es schon Man benutzt ganz viele Bären in diesem Run. Ganz viele Bären. Dum, bam, bam. Da 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 na 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 na. Doch, es ist Level 36, Fyron. 16 ist Wardhuddle, 36 ist Tutok. Och, please. Mein Manjung heute ist wieder sehr stark. Also Mount Moon ist so ziemlich nichts, außer rumlaufen, ein paar Items einsammeln und ein paar Leute fighten. Weil man halt den Schutz hat, kommen keine Encounter und jeder ist glücklich. Also gerade eben ein Sonderbonbon eingesammelt. Sonderbonbons sind in Speedruns immer sehr gerne gesehen. Oh ja. Und das andere war ein Ether. Und Ether ist Äther. Das, womit man eine Attacke um 10 AP wieder auffüllen kann. Okay, hier kommt jetzt ein Trick, der wurde noch nicht ganz lange zuvor gefunden. Es nennt sich Gen 3 Bag Freeze. Und zwar sind das das Spinner, Trainer, die man halt dodgen kann, also ausweichen. Und mit Gen 3 Bag Freeze. Früher war das immer so, dass es so war, okay, hoffentlich trifft er mich jetzt nicht. Und was jetzt rausgefunden wurde, wenn man den Beutel öffnet, dann bleiben die Spinner für, ich glaube, 36 Frames oder so stehen, wie die jetzt gerade gucken. Das heißt, wenn man es so macht, dass man, dass die weggucken und man dann den Beutel öffnet, kann man an den Leuten, also an den Spinnern vorbeirennen, 100%, ohne dass sie einen sehen. Und das macht den Run schon sehr consistent, ohne Spinner. Also das spart sehr viel Zeit, weil ansonsten, wenn du in einen Spinner reinläufst, der gerade zufällig dann irgendwie doch mal auf dich trifft, dann in den Fight verwickelt sein, ist nicht gerade das Beste, was man haben will. Korrekt. So, normalerweise hätte ich mich jetzt hier entwickelt, nach diesem Rocket, aber ich habe ja einen extra Fight gemacht, deswegen habe ich mir auch einen Fight vorher entwickelt. Okay, hier bei diesem Grimer benutzen wir eine ganz bestimmte Attacken-Order. Und zwar Water Gun, Bubble Water Gun. Und zwar, weil das Grimer Disable hat. Und wenn wir einfach nur. Wenn wir einfach nur die ganze Zeit Water Gun einsetzen und er dann Water Gun aussetzt, dann bist du relativ gearscht. Aber wenn er Bubble aussetzt zwischendurch, dann macht das nichts. Deswegen benutzen wir da einmal Bubble. Fun Fact, dieses Voltoball hier hat Charge. Das ist die Attacke, die den Spezialangriff um eine Stufe steigert für die nächste Spezialattacke, die man einsetzt. Das Voltaub hat aber nur Tackle als Attacke und keine Spezialattacke. Also ist er charged für nichts, sozusagen. Wollte gerade noch was anmerken, und zwar zu Aussetzer an sich. In der ersten Gen war es noch so, dass Aussetzer irgendeine Attacke random nimmt, egal was du ausgewählt hast. Und ab der zweiten, glaube ich, beziehungsweise auch ab der dritten Gen, war das nämlich so, dass sobald du eine Attacke ausgewählt hast und er dann Aussätze macht, genau diese Attacke, die du ausgewählt hast, aussetzen lässt. Also praktisch für dich blockiert. Und deswegen halt ist diese Abfolge von Aquaknarre zu
Blubber eigentlich sehr angenehm, weil dann, wenn du Blubber gerade ist, wirklich so wie Kai es gesagt hatte, was halt jetzt eigentlich so oder so irrelevant war, weil er eh keinen Aussetz eingesetzt hat. Wenn er jetzt dann genau Bubble genommen hat, also Blubber, dann, und er dann Aussetzer gemacht hat, dann hätte er Blubber ausgesetzt. Und einmal ein Lord Helix Hype. Praise it. Das wirst du für mich öfter hören, Kai. Praise it. Ich hoffe es nicht, ey. Lord Helix ist super. Scheiß Helix-Fossil. Also für die Leute, die es interessiert, man nimmt das Helix-Fossil, weil es einen Schritt spart, den man geht. Es macht keinen, also es gibt keinen Unterschied, welches Fossil man nimmt. Das Helix-Fossil ist einfach eine Sekunde schneller. Jetzt das größte Mystery im Pokémon Speedrun geklärt. Und ja, man hat es gerade schön gesehen. Ich habe gerade die Lieblingsattacke aller Feuerrohr-Speedrunner bekommen. Mega Kick. Mega Kick wird liebevoll auch gerne mal Mega Miss genannt. Weil Mega Kick so eine schöne Genauigkeit hat. Und wir schlagen uns mit Mega Kick sehr oft in diesem Run rum. Also von jetzt wird es eine ganze Zeit lang benutzt. Hier einen kleinen Safe Strat, zwei Super Potions. Wenn man sehr, sehr guten Angriff hat, dann kann man diese Super Potions überspringen. Das heißt, man muss sie nicht nehmen, aber ich sehe da keinen Sinn drin. Okay, das hier ist der erste schwere Fight im Game. Kann man so sagen. Und der Chat macht mit. Raise it. Kriegt alle den Permaban in meinem Chat für Praise it. Okay, hier gibt's noch schnell Biss als Attacke. Und Biss ist sehr nützlich. Biss ist eine sehr gute Attacke. Biss ist eine sehr gute Attacke, vor allem weil sie jetzt auch noch seit der zweiten Gen auf Typ Unlicht umgestiegen ist und nicht mehr Typ Normal ist. Genau. Und zudem kann Biss auch die Gegner flinchen lassen. Recken dann zurück. Was und auch sehr nützlich ist. Biss ist Typ Unlicht und es ist ein schöner Zufall, dass Dami Typ Psycho ist. Oh ja. Aber gut, jetzt kommt erstmal ein bisschen Mega Miss. Was üblich ist bei Mega Kick. Auf geht's. Erster Mega Kick im Run ist immer so die Prediction, wie das geht. Wenn der erste Mega Kick hit, dann ist eigentlich schon okay. Nice. Okay. Ein von einem Mega Kick. Oh Gott, okay. Dafür holt man sich diese Poison Berry, weil Starmie und Staryu haben beide Wasserpuls und Waterpuls kann verwirren. Und dafür hat man diese Poison Berry. Ist echt sehr, sehr nützlich. Nice. Oh, wow. What the fuck? Die Mega Kick Range war irgendwie sehr strange. Aber alles gut. Sehr guter Fight. So sollte jeder Misty Fight eigentlich laufen. Wenn man Mega Kick halt trifft. Betonung liegt auf dem, wenn man Mega Kick trifft, aber trifft. Ja, wie gesagt, Mega Kick hat eine Genauigkeit von 70% und das ist eine Sache, die bei jedem Pokémon Speedrunner eigentlich die Nerven zerbrechen. Diese Genauigkeit ist zwar an sich schön hoch, aber im Regel aller Fälle kommen diese 30%, die wirklich dann sagen, hey, ich misse, hey, ich verfehle, hey, nochmal verfehlt. Also, es gibt schon einen sehr guten Grund, warum Mega Kick Mega Miss genannt wird. Ja. Aber nicht nur diese Attacke. Es gibt sogar noch viel weitere Attacken, die Miss genannt werden. Okay, direkt der nächste Fight, wo man saven kann. Noch ein Fight, der nicht wirklich einer der einfachsten ist im Spiel. Zudem hast du ja jetzt gerade die Attacke Water Pulse, auf Deutsch Aquawelle, erlernt. Ist eine Wasserattacke. Wer hätte es gedacht? Nach einer Wasserarena kriegt man eine Wasser-TM. Aquawelle ist eine sehr, sehr hübsche Attacke. A, nicht nur, dass sie halt mehr Schaden macht als Blubber oder Aquaknarre. Nein, sondern sie kann auch in, ich glaube, 10% waren das. Verwirren. Kann sie verwirren. Was auch nochmal sehr schön sein kann. Es ist jetzt übrigens so, wenn ich jetzt relativ oft von dieser Fight ist schwierig rede, dann heißt das meistens eigentlich nur, dass es ein Fight ist, wo ich
Megakick treffen muss. Und wenn ich nicht treffe, dass ich in Schwierigkeiten stecke. Ja, wir haben aber hier auch ein nettes Pidgeotto mit Sanitec. Und ich habe so schlechte Geschwindigkeit, dass ich mit dem Pidgeotto eine Speed-Tie habe. Das heißt, unsere Geschwindigkeit ist genau gleich. Dann ist es jedes Mal eine 50-50, wer zuerst angreifen darf. So, und hier gibt es einmal Bite in der Hoffnung, dass es flincht. Oh, Crit, nice. Crit ist immer gut. Wow, ich glaube, ich kann Mega Kick überspringen. Nice, der Crit war mega gut. Durch den Crit konnte ich jetzt nochmal Bite einsetzen, anstatt normalerweise setzt man da Mega Kick ein nach dem Bite. Das heißt, ich konnte mir einen Mega Kick sparen. Und das ist immer was Gutes. Immer was Gutes. Lasst euch das sagen. Alle nehmen Crits. Alle. Ja. Warte mal eben. Drei. Oh, ich bin einen weg von Torrent. Schade. Ganz knapp, aber ist okay. Ich kann Torrent manipulieren. Hier in den ersten Fights. Die Nugget Bridge ist ungefähr wie Route 3. Torrent ist amazing. Also man kann ruhig mal Craigasm spam im Chat für Torrent auf Nugget Bridge, weil es echt so viel Zeit spart. Es ist insane. Der erste Fight von 5 auf Nugget Bridge ist ein sehr ernster Fight. Er hat 4 Käfer und alle 4 Käfer sterben durch Biss. Also sehr krasse Action schon mal hier direkt auf Nugget Bridge. Der RNG-Gott ist heute gute gewogen. Bis jetzt schon, aber man wird sehen. Es gibt noch mehr Fights, wo man ein paar Mega-Kicks hitten muss. Es gibt noch ein paar Fights, wo die RNG sagt, nö, kein Bock auf dich. Psyxio. Torrent ist die Fähigkeit. Das ist Sturzbach auf Deutsch. Genau, Sturzbach. Wenn meine KP unter einem Drittel sind von der Max-KP, werden alle meine Wasserattacken um 1,5 geboostet. Was sehr nützlich ist. Also, ich würde es gerne haben für meine Runs. Ich weiß nicht, Kai, nicht? Ja, ist nett auf jeden Fall. Also, naja, so ein 1,5 stärker Zusatz, ich weiß nicht, das ist ganz gut, ne? Okay, hier ist das, was ich vorhin gesagt habe. Normalerweise benutzt man hier Mega Kick, aber ich benutze jetzt Bite zweimal. Auch Flinch, natürlich. Was ich sagen wollte, ich benutze Bite zweimal in der Hoffnung, dass er einmal Absorber einsetzen kann und ich dadurch in Torrent komme. Okay. Aber Bite hat geflincht, das heißt, er konnte Absorber nicht einsetzen. Das war ein bisschen doof gelaufen, aber ist okay. Slidy, es gibt nicht nur Pokémon Speedruns, die sau lange dauern. Es gibt auch Pokémon Speedruns, die sind verdammt kurz. Genau, der längste Pokémon Speedrun, also der von den Games aus der Main Series, ist Pokémon Pearl Glitchless. Oh, das Gott. Ist ja. 3 Stunden 59 In-Game-Zeit. Wow, ist für mich hier keiner damagen. Okay. Oh, fuck. Ich wollte nicht Mega Kick einsetzen. Ah. Gott. Aber ist alles okay. Ich habe trotzdem gehittet.
lol. Ja, Pokémon Rise, die sind halt ein bisschen langsamer aufgebaut, was das Ganze angeht, auch was Movement angeht. Auch wenn man die Turbo-Treter hat, aber. Ja, Pokémon Pearl ist wirklich das längste Game. Vor allem auch was Story einfach angeht. Da ist so viel Story eingebaut, da könnte man am liebsten. Also nur, dass man was, das man ja, sieht, im Vergleich zu Pokémon Platin. Weil Pokémon Platin ist 3 Minuten schneller, der Weltrekord. Der liegt bei. Also die beste Zeit, die es gibt. Liegt bei 356. Und Pokémon Platin hat ja noch die Verzerrungswelt, wie die heißt, Distortion World. Ja, im Prinzip nennt man sie auch die Umkehrwelt. Umkehrwelt, genau. Und die dauert nochmal 10 Minuten länger. Das heißt, die Story an sich ist länger, aber da Pokémon Pearl einfach so langsam von den Fights her ist, weil das Menuing so langsam ist, yep, ist der Weltrekord trotzdem langsamer. Das haben die aber bei Platin auch wirklich noch besser eingebaut mit dem Menuing. Das ist wirklich ein bisschen schneller. Und von Hard Gold und Soul Silver müssen wir ja gar nicht erst anfangen zu reden. Hard Gold und Soul Silver war gut. Die sind super. Fun Fact: Pokémon Platin war mein allererstes Pokémon-Spiel. Habe ich, glaube ich, damals mit einem DS zu Weihnachten bekommen oder so. Wie bitte, Tiger? Tiger hat nichts gesagt, ich hab schick gesagt. Ach, du hast schick gesagt, das war so komisch abgehakt, hat sich nach Tiger angehört. Ja, ich hatte gerade einen leichten Aufstoß im Hals. Sorry, Tiger, sorry. Das klingt fast so, als ob ich immer abgehakt klinge. Vielen Dank. Tust du nicht. alles gut, Tiger, alles gut. Okay, da oben habe ich mir gerade ein Elixir geholt. Elixir und alles weitere habe ich ja schon gesagt. Sind sehr nützlich. Okay, hier kommt der nächste Spinner. Und bei diesem Spinner ist der Backfreeze, ja nicht Glitch, aber Exploit, sage ich mal, sehr nützlich. Wir können ja mal kurz eine Frage in den Chat reinpacken. Klar. Was war euer erstes Pokémon-Spiel, auch wenn die schon das beantworten, aber wir können es ja trotzdem. Also bei mir war es eigentlich so, mein erstes Pokémon-Spiel, was ich jemals eigentlich, oder besser gesagt, richtig durchgespielt habe, war Pokémon Yellow. Aber ich habe auch oftmals auf der Edition von meinen älteren Geschwistern gespielt, Pokémon Rot und Blau, und habe da den Misigno-Glitch andauernd benutzt über die Safari-Zone. also ich finde das irgendwie so strange. Ich bin ja 15, das heißt, die Spiele, die ich speedrunne, Pokémon Rot und so, sind älter als ich. Hier sind sie auch. Ich finde es echt krass. Sind älter als du. Pokémon Rot kam 98 raus. Jo. Achso, kurz zum Gameplay. Ich renne hier ein bisschen mit Torrent durch und ja. Findest du super, dass der Chat mitmacht? Der Chat ist echt nice, muss ich sagen. Der Chat ist super. Allgemein, man kann es immer so sagen, Pokémon-Community, der Chat ist immer super. Also allgemein, die Pokémon-Community ist einfach nur der Hammer. Wenn man mit Streamen anfängt, ist, glaube ich, die Pokémon-Community das Coolste, was man so haben kann. Also es geht, so, du wirst echt so schnell integriert, da kannst du gar nicht gucken. Ich sag's mal so, ich habe ja halt angefangen auf Twitch, damit ein paar anderen Sachen, aber bin dann auf Pokémon-Spiele oder besser gesagt Pokémon-Competitive umgestiegen und da sind Leute reingekommen und ich dachte mir so, wow, so eine Community brauchst du, so eine Community willst du auch haben. Das ist halt einfach dieser Faktor, den man halt wirklich mitnimmt von Pokémon-Spielen. Es ist echt das cool. Es ist Kindheit pur und selbst was man heute so sieht, so Weltmeisterschaften in Pokémon und so weiter und so fort, wo ich gerne auch nochmal mitmachen würde. Also wenn ich es hinkriege, die Anmeldung und die Teilnahme und unter den letzten Kandidaten mitzumachen, kriege ich es auf jeden Fall hin, auch mal bei der Weltmeisterschaft mitzumischen. Wäre auf jeden Fall mal witzig. Aber ja, die Community ist einfach nur der Hammer. Okay.
Da habe ich mir gerade wieder einen Etter gegeiert. Alles so Items, die man mal so hier und da mitnimmt. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und an den guten Gesellen kann man sich auch noch erinnern. Der gute alte Bill, der durch ein Fehlexperiment zu einem Pipi wurde. Es gibt sogar noch, wenn man den Manga liest, noch einen interessanten Fun-Fact. Und zwar hat Bill eine Frau, oder besser gesagt eine Freundin. Und diese verwandelt sich später in eine, wie heißt's? Sie hat auch dieses Experiment gemacht, ist auch in die Hose gegangen und sie wurde einfach mal ein Mew. Ist auch mal nett, weißt du? Also ich würde auch gerne mal ein Mew sein. Einfach mal so eine Maschine aus Versehen reinspringen und hey, du wirst auf einmal ein Mew. Hat schon Stil. Ich könnte fliegen, ich könnte teleportieren und hab psychische Kräfte. So, solltet ihr aber noch Fragen im Chat haben bezüglich Pokémon, bezüglich Kai, bezüglich mich, bezüglich Tiger, der ja hier eigentlich nur für die Donation da ist, aber da Tüte ja sonst sich auch irgendwo doof angesprochen gefühlt hat, soll ich jetzt einfach nämlich auch mal jetzt die Donation-Leute mit rein. Wenn ihr Fragen zu uns habt oder halt wie gesagt zu Pokémon, dann einfach raus damit. Ich beantworte gerne, ja. Und Mond, mich musst du nicht unbedingt ansprechen, ich bin nur Lurker. Okay. Wenn du Donations hast, sag mir Bescheid, ne? Also in dem Spiel gibt's echt viel Zeit für Donations. Ja, ich weiß schon, aber gerade kommt nichts rein, deswegen kann ich auch leider nichts sagen dazu. Und wir haben gerade die TM-Schaufler erhalten. Eine sehr, sehr schöne TM. Wenn ich ein Pokémon wäre, welches und warum? Das ist eine gute Frage. Eigentlich bei mir kann man es sehr schnell beantworten. Bei mir wäre es wahrscheinlich mein Lieblings-Pokémon Gengar. Einfach, ich mag Geister-Pokémon, die können sich unsichtbar machen. Gengar kann sich sogar in den Boden praktisch verziehen. Man sieht ihn zwar trotzdem noch mit seinem Schatten. Und ich mag einfach das klassische Design von Gengar. Gengar ist super. Also ich beantworte die Frage auch mal im selben Stil. Ich wäre auch mein Favorite-Pokémon, das ist Gardevoir. Warte, du willst ein Vibe sein? Ich wüsste nicht, was sonst. Oh, Moment, du willst ein Vibe sein. Gerade. Okay, ich hab nichts gegen Gardevoir. Es gibt auch männliche Gardevoir. Die sind aber scheiße. Ach nee, dann wär's gelayed. Das wär dann escalated, weißt du? Das kannst du nicht bringen, Bro. Alles gut, jo. Jo. Also, wenn dann würde ich. Also, wenn du jetzt sagen. Also, wenn du wirklich ein Weibchen sein willst, dann Gardevoir, wunderbar. Wenn du aber ein Männchen sein willst, dann würde ich immer noch sagen. Gelayed. Ja, Galagladi. Dann eben das. Yo, nice. Ah, alles klar. Anscheinend bin ich irgendwie leise. Ja, dich muss man eh nicht hören, Kappa. Nee, aber ich kann's gerade nicht ändern. Gibt ja auch keine Cutscenes hier. Es tut mir doch gleich. Dauert noch ein bisschen. Was muss ich kaufen? Fuck. Sechs Supers. Vier Paradise hier. Wärst du nicht eher Lunastein, Mondstriker? Nur weil ich Mondstriker heiße, heißt es noch lange nicht, dass ich im Pokémon gerne ein Lunastein sein möchte. Nein, ich möchte Gengar sein. Gengar ist Hammer. Ich liebe Gengar einfach. Einfach dieses... Einfach so durch die Welt rumfliegen und dann einfach so diese Grinsebacke haben. Das ist doch was. Okay. Was ich vorhin gesagt habe, ich werde keine Pokémon Center entern. Das ist so halb richtig. Hier gibt es so ein Gratis-Heal. Ist viel schneller als ein Pokémon Center, aber den nimmt man gerne mal mit hier. Dauert irgendwie 10 Sekunden und man bekommt halt alle seine AP wieder. Achso, das Bett meinst du? Ja, das kann man ja nicht als Pokémon Center wirklich So, siehst du mal. Aber Pokémon Center wirklich, gehe ich in keine.
bin schon ein richtig harter Boy. Aber nicht Dig. Bag. Berry Pouch. Chesto. Naja. Was ich, die Theorie finde ich übrigens auch gut. Was sagst du denn dazu, dass Glurak zwar eigentlich wie ein Drache gezeichnet ist, also vom Stil her, aber kein Drachen-Pokémon ist? Weil hier sagt gerade einer, er wäre gerne ein Glurak, weil Drache... Naja, Gluraks Mega-Evo ist ein Drache. Hm? Gluraks Mega-Evo ist Drachefeuer. Ja, was? Ja, aber nur die eine Mega-Form. Es gibt immer noch die andere Mega-Form und ich rede gerade vom klassischen Glurak. Ja. Ich fand er mega in Form. Ich glaube, das hätte ich zusätzlich sagen sollen, ne? Ja. Bam, 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 da, 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 da. Trotzdem, was sagst du dazu? Das ist so ein klassischer Glurak, dass das kein Drachentyp hat. Finde ich gut. Die ganzen Drachenviecher in Gen 1 waren wenigstens noch super Boss. Und das stimmt. Wenn man sich jetzt im Vergleich zur jetzigen Gen anguckt, was alles ein Drachentypen hat, ich meine, ein Schleim. Na, ja, siehst du. Schleim. Also, ich habe nichts gegen Lord-Gummi. Lord-Gummi, verzeih mir bitte, aber Lord-Helix ist immer noch besser. Gummi. Trotzdem. Ein Schleim. Eine Schnecke. Flinch. Schleimschnecke. Warum? Okay, Megamiss. Here we go. Okay. Yo. Ich hasse dieses Spiel. Du hast das Spiel, weil du geschlafen hast, oder was? Oh, dieser Scheißfight. Crit? Nee. Warum ist dieser Fight so Müll? Gut, dass du aber Awakening mit hast. Also Aufwecker, ansonsten würdest du noch ein bisschen länger hier rumsitzen. Okay, das will ich jetzt aber trotzdem mal heraufbeschwören. Wo sind die Lord Helix Fans und wo sind die Lord Gumi Fans? Das will ich jetzt hier mal. Und wo sind die? Es gibt keinen Lord von bei Pokémon, es ist alles nur Schwachsinn-Fans, die würde ich ganz gerne mal wissen. Keil Ruhe. Scheiß Lord sonst was, Alter. Wie gesagt, den Satz oder das wirst du ja heute noch öfter hören. What the fuck? Wie viel Schaden macht er? 13 bis 16? Chinesisch? Guck mal, da hast du doch sogar einen. Zorgo ist auf deiner Seite. Siehst du, Zorgo ist nett. Zorgo bekommt schon mal Mod bei mir im Channel. Okay, da. Skaui auch. Der Fight war sehr schlecht. Okay, Skaui bekommt auch Mod bei mir im Channel. Ich finde den Chat trotzdem super. Ihr macht alles super mit, Leute. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Mod. Hier bekommt der Rattata Card und Deck. Yo, kann ich im Chat mal bitte ein schönes Kappa Ross gespammer haben? Für das beste neue Twitch-Emote, was es gibt. Kappa Ross. Kappa Ross ist doof. Praise Bob Ross. Das ist der einzige Gott, den es gibt, ist Bob Ross. Nein. Bob Ross. Guck, Tiger kennt Bob Ross auch. Bob Ross ist cool. Yeah, Bob Ross. Okay, pass auf. Dafür, dass ich mein Praise-It bekomme, bekommst du dein Kappa Ross. Oh, Bob Ross. Bob Ross, Boys. Das ist so ungefähr der Chat in allen Pokémon-Speedrun-Leuten-Chats. Ist mega cool.
Okay, ich benutze jetzt die ganzen Kappa Ross als Good Luck. Aber jetzt kommen die Trash Cans und Trash Cans mag jeder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat's geschafft. Danke für die ganzen Kappa Ross, Jungs. Es hat funktioniert. Ja. Yeah. Oh Mann. Wie geil ist das denn? Oh, erster Mega Kick Miss. Zweiter Mega Kick Miss. Hier sieht man mal, was Mega Kick eigentlich für eine Genauigkeit hat. Oh, es sind ungefähr 0. Ich dachte, es waren 30. Ich bin froh, dass das Pikachu noch keinen Donnerblitz oder so kann. God Cans. Es waren echt die God Cans. Erste Can und dann direkt die daneben. Die God Cans. Jetzt bin ich halb heiser, aber das nehme ich in Kauf. Für God Cans. Muss aber nachher noch reden für das Race, das ist schon klar. Yo, God Cans, man. Ich bin mega, mega hype gerade. Excuse me. Excuse you. Wir haben hier nicht nur Jungs im Channel, ja? Okay, also, das ist der schwerste Fall im Spiel. Es ist Lieutenant Surge. Es ist der schwerste Fall im Spiel. Man wird gleich sehen, warum. Und Surge zwar, das Raichu hat eine, die schönste Attacke im ganzen Spiel. Schockwelle! Nee, Doppelteam. Ah ja, das auch, aber Schockwelle! Aber Schockwelle kommt schon dran. Ich hab's wieder falsch gemacht. Man benutzt erst Biss und dann Water Pulse. Ich benutze immer erst Water Pulse, weiß nicht warum. Hab ich überhaupt schon mal erwähnt, dass ich Raichu. Yo, okay. Finde? Mag Raichu. Raichu ist viel besser als ein blödes Pikachu. Guter Fight. Okay, ein Tod gegen Surge. Okay, sorry. Kannst du gerne machen, ja. Das war mein erster Tod im Run, ne? Ja. Oh. Und sorry an alle Mädchen im Chat. Ich will nicht immer nur von Jungs reden, aber ich mag euch auch alle. Das ist awesome. Sonic Boom, warum bekomme ich so scheiß Voltorbs heute? Warum? Ja, ich entschuldige mich öffentlich bei Becky. Für meine frauenfeindlichen Äußerungen, Kappa. Das hat keine 75% Genauigkeit, das hat nur 70% Genauigkeit seit der zweiten. Okay. Danach war es auch immer so weiter, dass es nur noch 70% hatte. Thunderwave ist schlecht. Oh man. Double Team. Okay. Ich hab so gut wie verloren. Yo! Let's go. Okay, nice. Ich bin gerade von den meisten Mädchen in Whisper, du hast dich zu spät entschuldigt. Ich hab mich zu spät entschuldigt. RIP. Du hast dich zu spät entschuldigt. RIP. Game on you. Aber dafür hast du wenigstens Aichu erledigt. Dafür habe ich einen guten Fight bekommen. Hey, guck mal. Ja, aber das macht es nicht gut. Das macht es trotzdem nicht gut. Ich muss jetzt auf meinen Run fokussen hier. Nur ein Tod gegen Surge ist relativ gut für ein Race. Ich habe mehr erwartet. Run! Race ist es ja nicht. Ja, Marathon-Run ist dasselbe wie ein Race. Okay, hier gibt's den Fahrradgutschein. Weil das Fahrrad ja sonst 1 Million Poké-Dollar kostet. Gar nicht überteuert oder so. Also der Fight war echt nice. Trotz Paralyze und einmal Double Team, trotzdem noch alles getroffen. Ist nicht schlecht.
Ich denke wie immer, dass du aus dem TS raus bist, wenn du so lange nicht sprichst, ne? Voll Paranoia. Was? Nein, ich bin nicht draußen. Nein. Guck, du schleimst dich jetzt nur bei den ganzen Mädchen ein und sagst so, ich entschuldige mich noch später. Na? Ich kenne dich doch. Ja, ja. Okay, Cherry. Hey, du musst dich entschuldigen, nicht ich. Ich habe nichts Falsches gemacht. Psst. Potion. Para Heal. Cherry? Wer hat sich noch alles entsprechendes Pokémon gewünscht zu Weihnachten Cherry. Beziehungsweise Geburtstag? Nein, sorry. Also ein Pokémon hätte ich mir ja schon gewünscht, aber nicht zum Sprechen. Mauzi kann von mir aus das einzige Pokémon sein, was sprechen kann. Klar, es gibt noch andere Pokémon durch Telepathie. Aber nee, also mit einem Pokémon reden, das wäre so wie das ist nicht so gut. Das ist keine gute Idee. Habe ich noch mehr gekriegt? Ich glaube einen. Ja. Du müsstest einen haben noch, ja. Ich brauche zwei, aber das passt schon. Der Tucker Fight war so schlecht, da habe ich glaube ich vier Megakicks gemisst oder drei. Haha, nice. Ich komme immer noch nicht über die Trashcans hinweg, ja. Das waren echt godlike. Es waren die ganzen Kaparos. Also an alle, die im Chat sind, wenn ich das nächste Mal, ich sag das nächste Mal Bescheid, wo ich richtig viel Good Luck brauche, dann müsst ihr alle nochmal Kaparos spammen. Da bestehe ich drauf. Kaparos ist das neue Glücks-Emoticon. Zu Gen 3 Bagfreeze mit den Spinnern kann ich nochmal eben ganz kurz was sagen. Man kann an den Leuten, nachdem man den Beutel schließt, kann man an den Leuten vorbeigehen und sie bemerken einen nicht. Wenn man an ihnen vorbei rennt, bemerken sie einen. Und wenn man an ihnen mit dem Fahrrad vorbeifährt, bemerken sie einen wieder nicht. Also das ist ganz komisch. Also wenn man das Bike noch nicht hat, muss man an denen vorbeigehen, nicht rennen, sonst bemerken die einen wieder. Und wenn man das Fahrrad hat, kann man es mit dem Fahrrad machen. Okay, das war die Venonat Range, die ich nicht bekommen habe. Mir fällt jetzt doch gerade nicht irgendwie ein, was ich jetzt erzählen kann, weil eigentlich kann man dazu nicht wirklich viel sagen. Das stimmt, ja. Also kann man schon, aber erst später. Hallo. Thank you. Die Super Potion ist einfach nur für Safety. Okay, und jetzt sind wir im Rock Tunnel. Bates Tunnel. Jetzt fragen sich bestimmt wieder, wow, was bin ich für ein krasser Typ, der Rock Tunnel ohne Blitz macht. Und ich sage, ja, ich mache Rock Tunnel ohne Blitz. Ach komm, jetzt gib nicht so an, jeder kann den Felstunnel blind machen. Natürlich. Hat jeder bei seinem Casual Playthrough gemacht? Macht es immer. Braucht kein Blitz. Blitz ist eine Attacke, die man wirklich sinnlos reingepackt hat. Sie wollten einfach irgendwas haben, womit man ein bisschen was füllt. Nice.
Das war mein erster nützlicher Byte Flinch im Run. Bei diesen Slowpokes hier. Oh, Slowpokes. Slowpokes sind böse. Slowpoke.jpg. Eigentlich sind Slowpokes ja ganz niedlich, aber... Okay, sehr, du wirst mir jetzt immer unsympathischer. Sehr gefährlich niedlich. Hey, ich bin auch so ein Typ, der gerne nichts macht. Und Slowpokes machen auch nichts. Ja, aber dass du sie niedlich findest, wirst mir jetzt immer unangenehmer. Ich glaube, ich muss mal hier irgendwo... Verdammt, wir sind ja in einer Gummizelle. Verdammt, wie hast du mich hier reingeschoben? Ziff hat uns hier reingeschoben, ich weiß nicht. Nein, Ziff hat mich hier garantiert nicht in eine Gummizelle mit dir eingesteckt. Nein. Heißt der TS-Kanal Gummizelle? Hm? Heißt der TS-Kanal echt Gummizelle? Nein. Dachte schon. Okay, hier speichere ich wieder. Jetzt fragt man sich, warum speichere ich, aber es ist echt ein schwerer Fight. Es ist Martha. Und naja, ich sag mal so, Magikick. Mehr sage ich nicht. Ich bin schon öfters hier gestorben. Nicht so wirklich. Du verwechselst da was. Blitz gab es auch in Rot und Blau. Konntest du ziemlich früh bekommen, und zwar auf der Route 2 rechts daneben, also wenn du über diesen über den Dicta-Tunnel gegangen bist, konntest du weiter unten ab einer gewissen Anzahl, ich glaube, das waren entweder, wenn du 15 verschiedene Pokémon hattest, konntest du die VM Blitz bekommen und damit konntest du dann auch den Felstunnel einfach so durchqueren mit Licht. Also so ganz ist deine Aussage nicht richtig. Oh Mann, what the fuck? Das ist wieder Martha Life. Dieser Fight ist so ein Magnet für Mega Kick Misses. Es ist echt ein Magnet dafür. Noch mehr Misses, noch mehr Misses, noch mehr Misses. Ich habe alle 5 Mega Kicks verbraucht. Dein Ernst? Ja. Dein Ernst? Was soll ich denn machen? Okay, das ist Bad RNG. Ja, das ist so. Guter alter Magikick halt. Evoki, so ganz ist die Aussage auch nicht richtig. Da muss ich dich leider auch nochmal dir kurz eine Grätsche geben. Und zwar, es ist zwar richtig, dass der Bildschirm beim Rocktunnel, also beim Rocktunnel bzw. beim Felstunnel auf Deutsch, schon dunkel war, man konnte aber trotzdem sich an den Rändern entlang hangeln. Im Prinzip war es nicht wirklich dunkel, konntest trotzdem noch was sehen, wo du hingehen musstest, weil die Treppen und natürlich der ganze Rand wirklich komplett noch sichtbar war. Korrekt, ja. Also genau, was er gesagt hat. In Rot und Blau kann man... die Wände sehen, die Felswände, und darin kann man sich halt orientieren, wo man lang muss. Und es ist sogar relativ easy in Pokémon Rot und Blau. Der Rock Tunnel sogar noch easier als hier, aber hier ist, hier ist der Rock Tunnel schwer. Ja. Ich sage ganz ehrlich, und zwar hat das Fahrrad in diesem Spiel die scheiß Gewohnheit, dass wenn man in eine Wand bonkt oder in einen NPC und so, so für eine halbe Sekunde alle Inputs gedisabled werden und man bonkt oft. Das heißt, es ist sehr, sehr nervig. Sehr nervig. Keep calm and praise it, oh ja. Wenn die anderen anfangen, praise it zu spammen, müssen alle meine Jungs einfach nur Kaparos dagegen spammen, dann passt das. Kaparos schon. Kam schon. Oh. Bei Megakick. Jo. Hat leider nicht so viel gebracht, Jungs. Tut mir leid. Aber ist gut. Der Wille zählt. Der Wille zählt doch. Kai, du vergisst schon. Kai. Was fange ich nur mit dir an, ey? Ah, du hast noch sehr viel zu lernen. Selber kann ich bei dir auch sagen. Was? Du hast auch noch sehr viel zu lernen. Das ist aber als Kompliment. Weißt du, dass ich noch sehr viel zu Pokémon Speedruns lernen muss? Im Leben musst du viel lernen, mein junger Padawan. Bestimmt. Siehst du meine ganzen Jungs mit Kaparos?
Sehr gut. Die freuen sich über den das Race wahrscheinlich. Das Race wird spaßig. Das Race wird spaßig. Ziff freut sich auch schon sehr, hat er mir gesagt. Es freuen sich sehr viel über das Race. Weil man bedenkt, es ist gar nicht mal so weit hin bis zum Race. Ein Run trennt uns noch. Ein Run trennt uns noch, das ist richtig. Aber du machst ja mit mir das Incentive komplett durch, ne? Dass wir dann halt den aussuchen der für Bisasam. Aber mal ganz ehrlich, warum hast du Bisasam genommen? Als Incentive. Das wollte ich dir noch anmerken. Warum? Weil der Name egal ist. Ja, schon. Es ist egal, aber wäre es nicht viel cooler gewesen, hättest du das Abra genommen, weil Abra kommt ja in die Hall of Fame. Hallo, Frame. Hallo. Unser Run... Genau, Frames Run trennt uns von dem Race. Ja, Frame, dein Run trennt uns. Ich würde so gerne gerade die Rolle hinunter machen, weil mir die Sonne gerade voll in den Rücken brennt, aber ich kann nicht. Jetzt musst du durch. Hashtag Speedrunner Problems. Oh Mann. Ein guter Speedrunner ist auf alle Situationen vorbereitet. Ich kann das übrigens hier nochmal anmerken. Für den Pokémon Gold Run gibt es noch ganz viele, ich glaube 4 oder 5 Donation Incentives, für die ihr noch donaten könnt. Ihr könnt den Trainer nach euch benennen, ihr könnt den Rivalen nach euch benennen, ihr könnt einen Felino nach euch benennen. Also es gibt ganz viele schöne Donation Incentives, für die ihr noch donaten könnt. Warte mal, Trainer war, Rival war, Kanimani war und Felino, ne? Ja, die 4. Ja. Da gab's ja schon ein paar Spenden. Ja. Bitwars. Finde ich nett. Aber ja, tut es euch an. Pokémon Gold ist awesome. Es macht doch Spaß, zuzusehen. Dankeschön. Okay, das war's mit Rock Tunnel. Das heißt, das, was für mich am schlimmsten war, ist jetzt eigentlich schon vorbei. Ach, der Rock Tunnel ging doch eigentlich. Jo. Becky will unbedingt den Trainernamen gewinnen. Ja. Ich muss auch dazu sagen, in meinem Practice Run habe ich auch schon mit Becky geübt als Trainernamen. Also. Du warst schon auf die Situation vorbereitet. Ich habe mich darauf schon so eingestellt, dass Becky gewinnt. Ich habe auch schon mich mit dem Bisasam-Namen auf Roland und Fennec schon vorbereitet. Ja. Habe ich auch schon geübt. Okay, jetzt kommt auch so der größte, sag ich mal, Unterschied zwischen Rot, Blau und den anderen beiden Spielen. Den hier. Und zwar in Rot und Blau gibt es den Trick, dass man anstatt sich das Silphscope zu holen, diesen Ghost im Pokémon Tower mit einer Pokepuppe verscheuchen kann. Das geht in diesem Spiel nicht mehr, das heißt, wir müssen jetzt einen kleinen Extra-Trip machen und das Silphscope holen. Oh ja, ansonsten können wir keine Geister sehen. Und eigentlich brauchen wir es ja nur für diesen einen ganz bestimmten Geist namens Knogger. Marowak. Die Ruhe seelende... Nee. Warte mal, wie war das? Die nicht ruhende Seele von Tragossos Mutter. Genau. Und wer von euch Pokémon Origin kennt, weiß, was genau passiert ist und warum dieses ganze Zeug mit Team Rocket und dem Knogger sich so verwickelt hat. Ansonsten, wer es noch nicht geguckt hat, guckt euch Pokémon Origin an, es lohnt sich. Es ist mal wenigstens ein schönes OVA.
Und hallo Weser. Hallo. Oh, ich glaube, ich habe was verkackt. Shit. Oh ja, kacke. Okay, ja, nochmal eben noch von vorne. Ich kann dieses Spinner-Puzzle nicht. Ich bin zu blöd für dieses Spinner-Puzzle hier. Ach komm, das ist doch sau einfach. Nein, ich bin zu blöd dafür. It's no joke. No joke, das ist total einfach. Es ist halt einfach, aber ich vergesse es immer. Hab schon wieder Mist gebaut. Haben wir gerade kurz Zeit für eine Donation? Das ist gerade sicher, sicher, sicher. Ja, haben wir. Wir haben nämlich 2 Euro vom guten Sif mal wieder. Next Gen Civilization. Hier sind weitere 2 Euro, damit die 2000 näher rücken. Ach ja, und der Held in Mystic Quest sollte Clemens heißen. Ja, das ist auch noch eine Incentive, die direkt, na, fast direkt nach Pokémon kommt, also relativ bald. Nach den Pokémon Runs. Okay. Ein Bitwar für den Heldennamen in Mystic Quest. Final Fantasy, ne? Genau. Ein Final Fantasy, was sogar ein Race ist. Hallo Vani, hallo Weser. Will auch mal Hallo sagen an alle die coolen Leute im Chat. Achso, der Rest ist nicht cool, ja. Den restlichen coolen Leuten habe ich schon immer Hallo gesagt. Nein, hast du nicht. Doch, ich habe am Anfang Hallo Chat gesagt. Ist aber ja so ein bisschen doof. Das ist ja so ein Hallo Chat. Na, was mache ich denn? So. Das will ich machen. Okay, jetzt muss ich hier hin. Hierhin den Moonstone nehmen. Dann hier lang. Nope, das war falsch. Nee, war es nicht. War alles richtig. Und jetzt hier lang. Und jetzt hier lang. Und jetzt den oberen. Ja, yeah, ich hab's geschafft. Ich fühle mich jetzt. Ja, wir sind im Rocket-Versteck und wie jeder eigentlich das weiß, was im Rocket-Versteck auf uns wartet, Giovanni, der Boss von Team Rocket. Ja. Aber erstmal dürfen wir uns ja um 2 kleine Rüpel kümmern. Die 4. Arena, also man kann es machen, wie man will. Es gibt, also die ersten 3 sind in der Reihenfolge und die 8. macht man auch immer zum Schluss, aber die 4. bis 7. kann man in der Reihenfolge machen, wie man will. Richtig. Im Speedrun macht man. Die 4. Arena wäre nach dem richtigen Prinzip, so was die Orden angeht, wäre das die Pflanzenarena mit Erika. Genau, Erika. Das sieht man auch an den Leveln so. Aber wir machen Koga als 4. Danach machen wir Blaine, dann Erika und dann Sabrina. So, jetzt sind wir Level 33 und für alle Leute, die jetzt schön die ganze Zeit zugeguckt haben, ich habe 3 Rare Candies im Inventar. Und für die Leute, die das vorhin schon gesagt haben, man entwickelt sich auf Level 36 und 3 plus 3 sind 6. Das heißt, jetzt kommt die Evolution. Jetzt bekomme ich meinen Turtok. Turtok ist so gut. Obwohl ich Glurak immer noch besser finde. Nein. Es ist natürlich Bisaflor. Bisaflor, sagst du? Nee. Turtok ist Boss. Also bei mir wäre es wirklich so, erst kommt Glurak, dann kommt Bisaflor und dann Turtok. Blastoise.
Und jetzt kommt der erste Fight gegen Giovanni, der erste von drei in dem Spiel. Ja, Absexio. Das war bei Pokémon Gold. Da ist die Evolution sehr, sehr wichtig. Und da habe ich aus Versehen mal B gedrückt bei der Evolution. Lass mich raten, du wolltest den Text skippen, aber hast gemerkt, du bist in der Entwicklung, hast dann aus Versehen die B-Taste da gedrückt. Nee, also ich mesche Text generell immer mit A und B gleichzeitig. Jo. Und ich habe halt bei der Evolution auch die ganze Zeit durchgemasht. Und naja. Ivoki, dann bin ich halt raus, aber es ist meine persönliche Meinung und ich finde Bisaflor einfach mal im Vergleich zu Turtok viel geiler. Vor allem, wenn man es für Competitive nutzt. Gerade für Competitive. Ah. Es ist ein Albtraum. Ja, das war der erste Giovanni-Fight. Ja, ging easy. Der war easy. War easy. Naja, gut, Giovanni ist auch nicht mehr. Der war easy. Und jetzt wird geshoppt. Du, Möb, Turtok hat zwar richtig zwei Kanonen und seine Megaform hat sogar drei Kanonen, aber an Bisaflor kommt es in Länge nicht weiter vorbei. Dafür ist Bisaflor einfach zu gut. Und an Glua kommt sowieso keiner ran. Obwohl, Impagato hat das Zeug, an Glurakan zu kommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Meine Notes sind ein bisschen falsch. Meine Notes sagen, ich brauche TM32, aber es ist TM31. Gut, dass da die Namen stehen, was in den TMs drin ist. Das ist ja in Gen 1 auch nicht so. Nee. Gen 2 auch nicht. Ist ja erst wirklich ab Gen 3. Okay. Also, was ich mir da gekauft habe, ist Brick Break. Und Brick Break brauche ich gar nicht bis kurz vor der Top 4. Da brauche ich Brick Break erst. Um es auf Deutsch zu übersetzen, Brick Break ist Durchbruch. Ist eine Kampfattacke und die hat einen netten Zusatzeffekt und zwar kann die Lichtschild und Reflektor durchbrechen. So, hier wird ein bisschen gekauft. 25 X Special. 5 X Treffer. 2 Guardspecs. 8 Ex Geschwindigkeit. Ich hoffe, man hat das gerade nicht gehört bei mir, dass 6, meine Ex-Attacks. Klinge gerade anging. Nö. Hast du irgendwas gehört davon? Nein. Alles gut. Dann bin ich mal ganz kurz weg, weil das wundert mich jetzt gerade, dass hier jemand klingelt. Bin gleich wieder da. Gut, dann werde ich mal ein bisschen mitlabern, solange der Mond nicht da ist, aber alles ich gut. Kann eigentlich zu Pokémon nicht allzu viel mitlabern, deswegen. Okay, wenn man Pokémon Rot und Blau gerunnt hat, dann kennt man diese Stelle hier. Und ich hab's auch gefailt das erste Mal. Hier ist so ein Double Battle und in Pokémon Rot ist das dann nicht. Das heißt, wenn man Pokémon Gold, Rot und Blau runnt und dann das Spiel, dann kann man gut mal in die beiden da reinlaufen und dann ist der Run so ziemlich tot. Achso, deshalb tot, weil du ja zwei Pokémon gleichzeitig einsetzt, richtig? Mhm. Also man kann da schnell sterben bei dem Fight. So, Potion. Dann Repel. Slide, ich gehe nicht davon aus, dass Mond das Fahrstuhlgeräusch gehört hat. Weil sowohl Mond als auch ich, wir schauen das auf einem anderen Stream als ihr. Das wird sich selber hören. Und deswegen hören wir auch den Sound vom Game leider nicht. Oh, echt nicht?
Ich könnte ihn anschalten, aber dann würde ich mich selber 5 Sekunden verzögert hören, was ein bisschen doof ist. Oh, okay. Okay, und jetzt, wo wir das Silphscope haben, machen wir den Lavender Tower. Wo wir den nächsten Rivalenkampf haben. Den vierten im Spiel. Leider ist der Pokémon Tower wieder ein Platz, wo man nicht rennen kann. Aus welchen Gründen auch immer. Deswegen müssen wir wieder gehen, nicht laufen. Hier fangen wir an mit einem Special. Und dann Warpets. Okay, das kam jetzt ein bisschen überraschend, aber okay. Was denn? Ich bin wieder Baby. Da. Hm? Ein bisschen verwirrt. Werden geklingelt? Bote. Der hat mir ein Paket gebracht. Extra an mich adressiert. Von meiner Cousine. Interesting. Mensch. Yep. Und im Prinzip groß, also was heißt großes, so ein mittleres Paket. Habe ich nur ganz oben leicht aufgemacht und da steht ein Zettel drauf. Bitte erst am Sonntag öffnen. Bitte Grüße, deine Cousine. Ich hab schon eine Vermutung, was es weswegen. Hast du Geburtstagssonntag? Geburtstagssonntag? Ja, ich hab Geburtstag am Sonntag. Hm. Wupp, wupp. Deswegen, Also morgen sozusagen. Ja, morgen. Deswegen bin gerade ein bisschen gehypt, aber auch ein bisschen verwundert, dass meine Cousine. Wirklich, dass meine Cousine dran denkt. Das wäre. Oh, sag jetzt nichts Falsches, dir hören ein paar Leute zu. Nee, wirklich, ihr müsst es so wissen, meine Cousine ist ein bisschen plemplem. Die hat zwar, die weiß zwar eine Menge, aber Geburtstag und so weiter kann die überhaupt gar nicht. Also im Gedächtnis hat sie keinen Platz für Geburtstag oder sonst was. Und es ist eine meiner Cousinen, die einfach mal gar keinen Kontakt zu mir hat. Also sie hat zwar schon ein bisschen Kontakt zu mir, aber eigentlich total selten. Also ab und zu ja schreiben, aber sehr, sehr selten. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert, dass sie mir ein Paket geschickt hat. Aber gut. Foxinator meint gerade, es ist bestimmt eine Wii U. Ey, wenn es eine Wii U ist, dann muss ich mich aber wirklich bei ihr bedanken. Aber richtig bedanken. Bei allem anderen nicht. Hm? Bei allem anderen muss man sich nicht bedanken. Natürlich bedanke ich mich auch bei den anderen, aber finde ich interessant. Schwangerschaftstest. Nein, Michael, so schlimm ist es nicht. Naja, werde ich am Morgen erfahren, was drin ist. Okay. Wie wieder Torrent und ich habe Watergun und brauche ich keinen Waterpulse einsetzen. Kann alles mit Watergun sweepen, weil Torrent ist cool. Und so. Weil Torrent cool und du Turtok hast. Genau. Und weil Turtok cool und alles cool. Und da ist das geheime Marowak. Oh shit. Ähm.
Fuck. Ups. RIP, würde ich mal sagen. Warte, ich hab das. Go, go, go. Nein, Retailer, nein. Warum? Lol, warum habe ich nicht geheilt? Ich habe mir nicht auf. Ich habe in meinen Notes leider nicht drin, wie viel Damage das Viech mit Boomerang macht. Ein Scheiß. Oh, Boomerang. Lol, ist Boomerang das einzige, was er hat? Weil damit trifft der Spear nicht. Normalerweise sollte er noch eine Kopfnuss haben. Aber kann sein, dass er nur das hat. Selbst wenn er mich jetzt hier hittet, ist alles okay. Nee, ist nicht alles okay. Shit. Ist nicht okay, du hast kein Poker Center. Ja, ich hab ja Fliegen, ist alles gut. Yeah. Naja, ist alles okay. Hast du es besiegt, ne? Nee. Es hat. Ich sag doch, es hat Headbutt. Bin ich nicht ein. Ich bin gut. Wow. Ich sag's doch, es hat ein Headbutt. Ich sag's doch. Wieso bin ich eigentlich in Cerulean im Pokémon Center? Weil du da zuletzt. Du warst da immer kurz drinne. Nee. War ich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Du kannst dir den Run angucken. Ich habe noch kein Pokémon Center betreten. Im Run. 100%ig nicht. Wow, okay, das ist echt peinlich. Ja. Außerdem fehlt mir jetzt ein Super Repel. Na, alles gut. So sieht's aus, Mann. So sieht's aus. So sieht es aus. Ich glaube, unter 2,30 komme ich nicht mehr, aber werden wir sehen. Ah, kriegst du schon. Irgendwo. Wenn meine Elite voll gut wird, dann schauen wir das. Wenn. Ja. Dieses wunderschöne Wort. Warte mal. Wenn. Ist ein schönes Wort. Sofern. Falls. Falls. Ja. Falls meine Elite voll gut wird. Falls und wenn und es könnte sein, dass solche schöne Wörter haben leider nur keine Bedeutung. Bam, bam, ba, na, 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 na. Also es wäre gar nicht so das große Problem gewesen, wäre ich da, hätte ich den Fight noch gewonnen, weil da drunter ist ja diese Heilungszone. Aber ich hätte halt ganz viele Encounter bekommen und da hätte ich nicht von weglaufen können und so, zack. Also ich wäre so oder so tot gewesen. Was laberst du schon wieder? Ein Death to Marowak ist schon mega, mega Müll. Ja gut, aber komm. Ist immer noch der Run. Guck mal, dafür, dass du eingesprungen bist. Und wie oft hast du den Run jetzt gemacht? Beziehungsweise wie oft hast du es geschafft, den erfolgreich abzuschließen? Nullmal. Einmal? Nullmal. Nullmal? Also ich habe einen Practice Run gemacht, aber bis jetzt habe ich noch keinen fertig bekommen. Wo hast du denn die PB her? Wegen Pokémon Center. Okay. Na komm, ist trotzdem nicht schlecht. Komm, wir machen folgendes. Der Run ist auch nicht schlecht. Wir machen mir nachher ein wunderschönes Race. Okay? Yeah. Gleich mir wieder aus. Wenn ich mit dem Run Sub 230 schaffe, bin ich echt zufrieden.
Ja, Iwuki, die PB ist so ein bisschen nicht von Ziff erfunden, aber so ungefähr geestimated, sag ich mal. Ziff wirklich aus dir rausgekitzelt? Dann sind wir ja schon mal zwei. Aber aus mir musste er auch eine PB rauskitzeln. Okay. Hebt euch die Kaparos lieber noch auf für später. Ihr gebt noch genug Momente, wo ich Kaparos gebrauchen kann. Dafür könnt ihr jetzt erstmal Praised reinpacken. Von mir aus. Ey, ich hatte recht mit dem Headbutt. Komm, jetzt musst du mir auch mal ein bisschen meinen Spaß lassen. Ich hab's dir prophezeit, dass hier gibt's Headbutt hat. Hier gibt's keinen Spaß. Stimmt, hier gibt's nur Liebe und Hass. Und ganz viel Salz. PJ Salz. Wow. Sub 134 Pokeflut. Okay, und Cyladon. Übrigens gibt es was ganz Interessantes auch über Mr. Fuji zu erfahren. Weiß nicht, soll ich es einfach mal erzählen? Oder? Hau raus, du. Und zwar, es gibt verschiedene Abschnitte im Prinzip über Mr. Fuji und seine ganze Geschichte. Mr. Fuji ist einer derjenigen gewesen, die damals als Professor auch für das Klonexperiment mit Mewtwo mitgemacht haben. Besser gesagt, er war der Leiter von dem Ganzen. Im ersten Anime-Film praktisch mit Mewtwo ist es auch so, er war dieser Professor mit den ganz langen, so mit, ja, wie nennt man das, so Fukuhila-Frisur leicht. Der hatte eine leichte Fukuhila-Frisur auf jeden Fall. Oder, obwohl, nee, was heißt so Fukuhila-Frisur? Nee, so eine leichte Elvis-Locke da so. Auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, wer von euch alles den Film auf Deutsch bzw. auf Englisch gesehen hat, deswegen haue ich es einfach mal raus. Es gibt eine, in der englischen Variante, und das ist leider nur in der englischen Variante, ich glaube auch in der japanischen ist es vorhanden, aber es ist in der englischen Variante vorhanden. Ich könnte schon wieder kotzen dafür. Ist es halt so, Dr. Fuji hatte im Prinzip nicht nur Mewtwo geklont. Es gab halt auch ganz normal so halt, wie später aufgetaucht sind, Bisasam, Glumanda und Shigi. Die wurden auch als Klonexperimente genommen. Das ist aber noch nicht alles. Und zwar sagt er immer so, hat er ja auch im deutschen Teil gesagt, dass Giovanni das mächtigste Pokémon der Welt haben möchte. Und er sagt ihn auch, sagt selber, ich möchte aber noch eins. Mehr. Viel mehr. Und dieses viel mehr bezog sich eigentlich darauf hin, was man halt nur im englischen Teil und im japanischen Teil lernen wird oder kennenlernen wird. Er versucht, seine verstorbene Tochter zu klonen. Wow. Krass. Er versucht, seine verstorbene Tochter zu klonen. Im Prinzip hat er nur das Bewusstsein von seiner Tochter irgendwie in dieses Glas praktisch irgendwie reinpacken können. Und dabei wird einfach mal das Ganze noch viel creepiger. Einfach nur wow. Ich finde keine Worte mehr dafür. Das war so dieser Schockmoment. Okay, kannst du kurz die Klappe halten? Ich muss mich Fokus nehmen für ein paar Items. Jo, alles klar. Gut. Eins, zwei, drei.
Okay, das ist das erste. Und das zweite war hier. Ne, hier war das, glaube ich. Nice, okay, kannst wieder rein. Alles gut. Jo, alles gut. So, das war zum Beispiel zum Pokémon-Film ein Teil von Mr. Fuji's Story. Gehen wir mal jetzt bezogen auf Pokémon Origins. Da war er auch für das Projekt mit Mewtwo verantwortlich. Aber zusätzlich hat er in Pokémon Origins natürlich noch eine weitere Methode gehabt. Also man kann wirklich so sagen, Mr. Fuji war damals ein Professor und hat halt mit vielen anderen Kollegen versucht, Mewtwo zu klonen. Erfolgreich zu klonen. Ist ihm ja auch gelungen. Was ich aber nicht wieder so wirklich verstehe, das ist leider so ein bisschen, was halt ein bisschen schade ist, dass mir diese Information rausgenommen worden ist. Das Ganze mit dem dass es in den Spielen nicht wirklich erklärt wird. Also klar, man hat zwar ein paar Büchereinträge im Pokémon-Labor, wo halt drin steht, wir haben eine neue Spezies gefunden mit Mew. Ich glaube, da gibt es auch einen Eintrag mit Dr. Fuji oder so. Aber im Prinzip, im Endeffekt, dass er jetzt halt in Lavandia Town lebt und praktisch sich um die ganzen toten Pokémon kümmert, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass A, er für dieses Experiment verantwortlich war und B, einfach mal morgen erstmal Ruby. Jetzt hat mich Ruby gerade voll, ja, Ruby Schnuggi, du hast mich gerade irgendwie voll aus dem Kontext gebracht, aber okay, das machst du ja immer. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, genau. Er ist ja jetzt in Lavandia Town. Lavandia Town. Town. Ja. 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 Sagen wir Lavandia Town. Und im Prinzip, man kann es so sagen, das ist für seine eigene Seele praktisch wie so eine Kur, dass er dort ist. Er versucht, diese bösen Geister in seinem eigenen Kopf praktisch loszuwerden. Alle Gedanken über Mewtwo möchte er vergessen und alle Gedanken über seine tote Tochter möchte er vergessen, die er ja auch klonen wollte. Um mal ganz kurz wieder was zum Run zu sagen. Es gibt da, wenn man es gerade gesehen hat, dieses schöne Nebendetail, dass man aus der Safari-Zone nach Fuchsia City fliegen kann. Und es ist schneller, als dass man aus dieser Safari-Zone da retired, oder wie das heißt, also aufgibt. Sehr lustig, jetzt aber das ist geht. Rausschaufeln können, oder? Nee, das geht da nicht. Nur fliegen. Schaufeln kannst du nicht mehr? Nein, das ist nur erste Generation. Okay. Naja, das waren so diese Geschichten halt zu Dr. Fuji und in Pokémon Origin. Ich möchte eigentlich dazu nicht spoilern, weil das ist ein bisschen so diese Information, die man noch gerne selber wissen will. Vor allem die Leute, die jetzt auch Pokémon der sechsten Generation spielen, wäre das ganz interessant. Aber ein kleiner, aber was man halt auch da wissen kann, Dr. Fuji war auch in Pokémon Origin für Mewtwo verantwortlich. Sprich, alle drei Sachen, die jetzt irgendwie zusammenhängen. Wow. Dr. Fuji, Dr. Fuji, Dr. Fuji. Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo. Punkt. Dr. Fuji ist der Erfinder von Mewtwo. Mit unter anderem einem anderen Professor, den werden wir aber später sehen. Den wirst du auch herausfordern, mein Lieber. Und dann kann ich später da auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Aber das alles zu seiner Zeit. Bist du fertig? Ja, erstmal. Ah, alles klar. Okay, ich habe diesen Fight. Normalerweise macht man den Fight da mit Surfer. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich Surfer jetzt beibringe. Surfer über Water Pulse. Water Gun, meine ich. Und jetzt habe ich nämlich so mehr Surfer-PP für Koga. Und Koga, da gibt es verschiedene Strategien für. Und ich mache die Strategie, wo man bei dem Mug, genau, bei dem Mug, das Setup macht. Also auf dem, wie heißt es denn? Die Weiterentwicklung von
schleimi Viech. Egal. Auf dem Mug das Setup macht und da kann man halt ein paar Surfer daneben gehen, weil der wieder eine Attacke hat, die seinen Fluchtwert steigert. Aber wir schauen mal, was passiert. Schleimog, danke. Okay. Vielen Dank. So, hier ist das Schleimog. Also hier machen wir Setup mit X-Special. Und er setzt Minimize ein, genau. Und dann passiert das. Er spammt eigentlich die ganze Zeit nur Acid Armor und Minimize. Also es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis man einen Surfer trifft. Und ich brauche später noch ein paar Surfer, PP. Deswegen, gut. Zwei nur gemisst ist, okay. Good fight. Erzähl doch mal, warum du diese nubischen X-Items benutzt. Warum ich diese nubischen X-Items benutze? Weil nubische X-Items total cool sind. Damit kann man nämlich ganz viele Pokémon ganz schön schnell töten. Nein, wirklich? Ja. Und ich dachte immer, diese X-Items sind im Casual total nubisch. Yo, Fama. Slimog und nicht Schleimog. Ja, dann eben Slimog. Ich sag eh immer nur Mug. Das ist den ersten Kevin Turtle. Ja, das ist einer, den ich auch kenne. Ferma. Okay, Candies, Repel, Fly to Pellet. Candy's Repel Pellet. Candy's Repel Pellet. Wo sind meine Candies? Da sind sie. Waren ganz weit unten. Waren ganz weit unten versteckt. Okay, Raindance möchten wir nicht erlernen. Wie gesagt, Raindance ist nur für Runde 2 wichtig. Nee, da benutzt du jetzt Zapdos. Hast mir nicht zugehört, oder? Mache ich allgemein wenig, ja. Ja. Gerade dann benutzt man auch Raindance, weil Regen plus Donner gleich 100% gleich Erfolgschance. Nee, du benutzt X-Treffer. Kein Regentanz. Regentanz benutzt du gar nicht. Regentanz würde so viel vereinfachen. Nein. Würde so viel. Du müsstest ja für jeden Fight, müsstest du ja Blastoise reinschwitzen, rein switchen. Nur damit das scheiß Blastoise halt Regentanz einsetzen kann. X-Accuracies kannst du auch mit Zapdos einsetzen. Profit. Du kennst dich halt nicht so aus, mein Freund. Ist alles gut. Ist doch alles gut. Ich sehe gerade ein ganz spezielles Wort. Moment, mir fällt es gleich ein. Warte mal. Okay. Moment, mir fällt es gleich ein. Cinnabar Mansion hat wieder einen sehr schönen Soundtrack, muss ich mal sagen. Hm? Genau, genau, das kann man auch nochmal sagen, was Omoepo gesagt hat. Regentanz kostet ja jeden Zug, was weiß ich, wie viele Sekunden für diese scheiß Animation. Also so ziemlich alle Argumente, die du bringen kannst mit Regentanz, sind schlecht. Regentanz ist OP, fertig. Nein. X-Treffer for the win. Regentanz ist mega gut. Nein. Yo, echt? Das ist, war das Wort. Fuck. Okay, das habe ich auch noch nicht gewusst, dass der so eine Range hat. Gut zu wissen.
Ja, Electrode. Ich bin jetzt einfach Surf, weil ich keinen Bock habe zu sterben. Wow, das Ding ist faster. Nice one. Was ist schneller? Das Electrode hier. Es ist ein Elektroball. Elektroball hat eine ziemlich hohe Init. Ich weiß, aber Level Difference und so. Hätte ich nicht gedacht. Spielt keine Rolle. Du hast Minuswesen. Ich weiß. Trotzdem, Level Difference. Nein. Brauchst mich jetzt nicht nachmachen. Du weißt die Base Init von Turtok? Nein. Muss immer auf der Basis gehen, mein Freund. Die Basis ist wichtig. Ja, ist wie beim Potenzrechnen. Ja. Ohne die Basis kannst du nichts machen. Das stimmt. Kann mal jemand Zylo bitte bannen? Ich finde, Zylo ist heute wieder richtig schön arrogant. Hashtag abgehoben, meinst du? Aber richtig. Ich kann richtig das gar nicht, kann das gar nicht leiden. Wird echt so eine 2.0. Pass auf, als nächstes kommt noch Hashtag Sellout. Oh, Solarbeam wollte ich gar nicht. Dick. Teach Blizzard over Mega Kick. Hashtag Remove Zylo. Bin ich auch dafür. Hashtag Remove Zylo. Na, was denn sonst? Na klar. Bitte, jeder im Chat muss richtig spammen. Hashtag please remove Zylo. Ja, man muss das einfach spammen. Das muss man spammen. Oh, da kam schon der erste Hashtag Sellout. Noch ein Sellout. Das ist die spannendste Arena im ganzen Spiel. Total easy. Man muss A, B, B, B und A und B drücken. Das war's. Ja. Für all die sich fragen, wie ich die Nein-Fragen richtig beantworte, obwohl ich meinen Cursor nicht mal auf Nein packe. Es reicht, wenn man B drückt, das zählt als Nein. Richtig. Man muss nicht seinen Cursor auf Nein packen und dann Ja, A drücken. Hashtag remove Zylo, so läuft's. Jo. Okay, hier ist wieder ein Fight, wo man sehr, 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 sehr gerne mit Torrent enden möchte. Ist sehr, 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 sehr vorteilhaft. Deswegen werde ich hier saven, weil ich relativ risky spielen werde jetzt. Wenn Lavik nicht dauernd so nah ans Mikro gehen würde, müsste ich nicht immer die Lautstärke runterregeln. Damit bist du übrigens gemeint. Ich gehe nicht nah ans Mikro dran. Ich bin voll weit weg. Manchmal bist du so laut. Vielleicht rede ich ja gern mal so laut. Da kann aber auch nur sein, dass du so laut redest. Das kann sein. Okay. So, und das ist übrigens der nächste Professor, der an dem Projekt mit Mr. Fuji oder Dr. Special. Fuji zusammengearbeitet hat. Blaine! Oh, nice. Oder Pyro, besser gesagt. Er war auch einer derjenigen, die bei dem Projekt mit Mewtwo mitgeholfen haben. Und nice. Im Manga ist er derjenige eigentlich, der für Mewtwo zuständig war und auch irgendwie zu einem Mutant wurde, deswegen. Warum auch immer? Pokémon, please! Ich meine, er hat einen Mutantenarm einfach mal gehabt. Warum? Bam, bam, also klar, warum? Also ich hab's ja gelesen, aber... Warum macht man sowas? Wir brauchen übrigens noch einen Hashtag RemoveFoxinator. Okay. Chat, Hashtag remove Foxy. Mädchen und Jungs. Will mich ja nicht wieder unbeliebt machen. Hashtag remove Foxy. Okay, sehr guter Fight. Der Fireblast Crit am Anfang war mega gut.
Ich bin ein Torrent, alle sind glücklich. Das ist ein Fireblast, was erwartest du? Na 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 na. Der Chat ist super. Der Chat macht. Ich liebe diesen Chat. Bester Marathon ever. Dieser Chat ist mega gut. Ich liebe alles. Okay, das hier ist Bill. In Fire Round 2, die andere Kategorie, würde man mit ihm hier mitgehen und auf die Sivi Islands fahren. Aber das brauchen wir für AnyPercent nicht, deswegen. Das ist eine Änderung vom ersten Spiel, weil man konnte vorher noch Rot und Blau konnte man nicht auf die Sevi Islands gehen. Und das ist eine kleine Abänderung. Übrigens kann man nicht nur die Sevi Islands besuchen, sondern es gibt ja auch noch die generellen Tickets, die Event-Tickets, die man dazu bekommen kann, wo man dann auch noch Mew, Deoxys, Lugia, Ho-Oh. Und ich glaube, man konnte noch Latias. Genau, Latias und Latios bekommen, richtig. Wobei Latias, Latios und Ho Lugia wieder Version Exclusives waren. Ja, Mann. Obwohl, in Feuerrot und Blattgrün konntest du beide bekommen. Also jeweils beiden einzelnen konntest du beide bekommen. Der eine war oben, der eine war unten. Und gerade wo ich jetzt das mit Ho wieder im Kopf habe, erinnere ich mich an mein Fail in meinem Let's Play mit meinem Relaxo. Relaxo war einfach mal böse. Let's Play? What the fuck? Ich hab mein Let's Play gemacht, ja. Casual. Ich war mein Let's Player. Casual. Nicht so, dass ich auch mal Minecraft Kitty Let's Player war, aber ist alles gut. Was meinst du, wofür das LP in meinem Namen steht? Ach wirklich? Nein. Ich hab gedacht. Das ist echt strange. Das ist richtig strange. Du hast es erfasst, Hawkstone. Okay, Chat. Du hast es erfasst. Es ist Zeit für ein paar mehr Kappa Ross. Wie man vielleicht gesehen hat, habe ich Blizzard TM geholt und die auch schon meinem Blastoise beigebracht. Das heißt, ab jetzt gibt es ein paar Blizzards frei Haus, ohne X-Accuracy. Und die möchte ich ganz gerne treffen. Deswegen wären ein paar Kaparos nicht schlecht. Los, gebt ihm sein Kaparos. Kaparos. Weißt du was, ich mach sogar mit. Extra für dich. Ich bin nicht abgehoben. Okay. Let's go. Oh man, dieser Chat ist so göttlich. Ich liebe es. Ich glaube, wow. Wenn du nicht triffst, liegt es an Map. Bin ich nicht mehr im. Okay. Ich war nicht in Torrent, oder doch? Ne, war ich nicht. Shit. Okay, alles gut. Ich spare mir einen Blizzard. Okay, mal gucken, ob die ganzen Kaparos geholfen haben. Jetzt kommt der erste Blizzard, den wir hätten müssen. Einmal Blizzard Freihaus bei Wildplume. Nein! Was ist los mit Kaparos? Mag heute dich nicht, oder wie? Weiß ich nicht. Yeah, okay. Es geht doch. Und ich bin dick im Torrent drin, aber verliere ich gleich eh wieder. Okay. Potion, Super Potion, Elixir, Celadon. Potion, Super Potion, Elixir, Celadon. Ne, Paralyze hier. Potion, Super Potion, Elixir, Celadon. Para, Super Potion, Elixir. Elixir.
Die Lexa Para Super und Potion. Okay. One, two, second. Hunter hätte jetzt eigentlich 3D World gemacht, aber leider ist der nicht da. Deswegen musst du jetzt einen schlechten Feuerrot-Run sehen. Er ist nicht schlecht, verdammt normal. Nee, er hat nur schlechtes Commentary von dir. Spaß. Doch eh alles nur Liebe. Sicher. Okay, Silfco. Silfco ist, glaube ich, mit eins meiner Favoriten im Run. Also, ich mag Silfco echt gerne. Shots fired. Immer doch. Ja, es kam gerade an. Da kommt gerade die Frage rein, wo kann man denn diesen schlechten Feuerrotmann sehen? Hier wird der ja scheinbar nicht übertragen. Also um das mal so zum Vergleich zu stellen, der Weltrekord Realtime sind 2 Stunden 09, glaube ich. 209 Realtime. Okay, hier kommt wieder ein relativ schwerer Fight. Und mit schwer meine ich natürlich wieder, es müssen ein paar Blizzards gehittet werden, deswegen weiß der Chat ja, was er zu tun hat. Hashtag ja. Kaparos. Ach, diesmal mit Hashtag, ja? Nee, ohne Hashtag, nur Kaparos. Okay, X-Back. Kommt danach noch Gold und Silber. Es wird erstmal ein Run dazwischen kommen, dann gibt es das Pokémon Race mit mir und dem lieben Kyle. Surf. Der Red Race. Und nach diesem Red Race kommt dann Pokémon Gold. Okay, Blizzard. Ein Blizzard. Aber ich brauche noch ein paar mehr. Kaparos. Okay. Gyarados braucht auch wieder einen Blizzard. Nice. Möb wird langsam zu Kaparos-Bammer von Helix weg. Finde ich gut. Mehr Kaparos, weniger Lord Helix. Oder Praise ja, it. Ja, Lord Helix! Praise it. Flummi, wie lange wir heute noch streamen? Sehr lange. Es geht nicht nur heute, es geht noch den kompletten morgigen Tag durch bis in den Montagmorgen. Ich glaube, 4 Uhr früh ist es momentan gescheduled. Oh man, Sub 230 wird echt knapp, glaube ich. Wir werden sehen. Wie nennen wir es dann eigentlich dann im Race? Team Lord Helix versus Team Kaparos? Ja. Okay. Team Praise It versus Team Kaparos. Das stimmt. Ja, der Chat weiß, was gemeint ist. Team Praise It gegen Team Kaparos. Aber dazwischen kommt noch ein sehr schöner Super Mario 74 Extreme Edition Run von Frame. Oh ja. Freue ich mich auch schon drauf. Ich auch.
Also SM74 Extreme Edition ist kein Spaßspiel. Das ist echt schon was Härteres. Und hier kommt der zweite Giovanni Fight. Der zweite von drei. Der zweite von drei. Aber er ist genauso einfach eigentlich wie der erste. Jo. Wenn wir 232 Slimer ist immer noch das beste Pokémon. Pepper. Ach, ein Level 500er Knogger geht auch schon. Dann Level 437er Gengar. Ist auch lustig. In der Arbeitspause Stream schauen. Beste. Ich muss mich ja mal bedanken, dass die ganzen Zuschauerzahlen immer noch alle hochgehen. Während des Runs. Normalerweise ist das immer so bei Pokémon Speedruns, da interessieren sich immer relativ wenig Leute für, weil es halt so viel mit RNG ist und so ein Scheiß. Aber ich finde es cool, dass so viele Leute zugucken. Muss man echt sagen, ist schon echt top. Und Dankeschön, Flammi, für dieses Kompliment. Nehmen wir auch so gerne an. Love the stream. Kein Geflame. Nice Unterhaltung. Funny Leute. Dankeschön. Ich nehme das auch einfach mal als Kompliment. So, das war Silfco. Und jetzt kommt der oder die siebte Arena-Leiterin. Und von Silf auch nochmal: Du machst das super, Kylo. Freut mich doch. Sag doch, der ist. Also, ganz ehrlich, was du wieder mal für Maßstäbe setzt, ja? Der Fire Red Run ist schlecht. Ich quote mal die AXA-Werbung: Maßstäbe neu definiert. Kaparos. Du brauchst doch kein Kaparos. Bei der Arena doch nicht. Kaparos ist live. Kaparos ist love. Nee, Pokémon nur, ja. Genau, das ist der official Bob Ross Fan-Chat hier. Sabrina. Hoffentlich bekomme ich hier jetzt mal einen dicken Crit rein. Oder, ne, kein Crit, aber eine schöne Attacke. Speed. Calm Mind. Okay. Special. Nochmal Coin Mines, okay. Damn it. Der mag dich gerade nicht so, ne, mit Kadabra. Coin Mines ist echt nicht das, was ich so gerne sehen möchte hier. Aber alles gut. Das ist ein Coin Mines. Coin Mines ist das, was den Spezialangriff und Spezialverteidigung erhöht. Jo. Und wo ist es besser aufgehoben als in der Psycho-Arena, ne? Es ist eine Psycho-Attacke. Eben. Aber es können auch andere Pokémon die erlernen. Auch Wasser-Pokémon. Unter anderem. Sykeso. Es gibt eigentlich relativ viele Pokémon-Speedrunner, also
wenn man mal auf irgendwelchen Twitch-Team-P-Seiten guckt, dann kann man das schon finden. Jo. Es gibt sehr viele Mana. Du kannst mir natürlich auch folgen, wenn du mehr Pokémon Speedrun sehen möchtest. Hashtag abgehoben. Hashtag abgehoben, Hashtag Sellout, Hashtag Kaparos. Oh mein Gott. So viele Hashtags. Okay. Max Elixir. Nein, nicht für Teller. Max Elixir auf Blastoise. Digout und Viridian. Und ich frage mich immer noch, warum bei Dick die Animation ist, dass er nach oben fliegt. Ja, es ist echt komisch. Aber gut, das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, wollte ich gerade sagen, es ist älter und es wurde ja in den späteren Spielen ja auch dann geändert, dass er sich dann wirklich in den Boden durchgräbt. Korrekt. Wahrscheinlich hatten die einfach noch nicht genug Platz dafür, für eine Animation. Auf dem Speicher. Kann ja alles sein. Ist dieses Runner-Command irgendwie automatisch? Finde ich ja sau cool, dass sich das immer so automatisch updatet. Ist nicht automatisch, das machen wir im Hintergrund, während ihr den Run wenn ihr einen Run beginnt, tut uns dann im Hintergrund das Command updaten. Na, siehst du mal. Was hier alles so läuft. Shoutouts to die ganze Crew, die hinter den Szenen arbeitet. Tiger, Ziv und so weiter. Ja, wir zwei vor allem für die Tagschicht, Nachtschicht dann so. Jetzt waren Tyrandros und Moonstriker, glaube ich, noch ziemlich dabei, ne? Jo, ich war noch bei der Nachtschicht ein bisschen dabei. Ja, ich bin der neue Sellout. Das Gute ist, ich habe meine Migräne irgendwie austricksen können. Nice, gib mir mal den Trick dazu, weil ich bin heute auch mit leichten Kopfschmerzen aufgewacht. Ganz einfach. Du nimmst 1 Liter Wasser und hast du zufällig Zitrone bei dir? Nö, leider nicht. Auch geht nicht Apfel? Geht Apfel? Weiß ich nicht. Ich hab's nur mit dieser Zitrone, die man halt so auf Schnitzel und so weiter ein bisschen raufdrückt, weißt du? Mhm. Und nach circa 2 bis 3 Minuten hatte ich keine Kopfschmerzen mehr. Aber kannst also du mal probieren mit Apfel? Ein Liter Wasser kann ich machen, das ist kein Thema. Probier's mal mit Apfel, vielleicht klappt's auch mit Apfel. Also mit Zitrone hat's auf jeden Fall geholfen. Ich glaube nicht, dass mit Apfel klappen wird. Du brauchst Zitrone. Dieser Wednesday. Dieser Bros-Day. Okay, und jetzt holen wir uns den ersten Orden. Der 8. Schwarzer Kaffee mit Zitrone. Arena. Also schwarzen Kaffee trinke ich ja auch gerne, aber mit Zitrone ist mir dann doch ein bisschen zu bitter. Bam, 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 bam. Karl singt? Ja, nein, ich hab grad nichts zu tun. Ich habe mit Pokémon Speedruns angefangen, ungefähr nach den Sommerferien letztes Jahr. Bisschen danach. Genau, als nächster Run kommt Super Mario 74 Extreme Edition von Frame und dann kommt das Pokémon Rot Race und dann kommt Pokémon Gold. Vor allem das Pokémon Rot Race, was ihr alle haben wolltet. Finde ich stark, dass so viele Leute dafür donatet haben. 450 ja. Euro zusammengekommen. 454 sogar. Für das Red Blue Race. Na, 457. Ja, siehst du. Was will man mehr?
Ja, was will man mehr? Also scheißend schnell ist das nicht. Ich habe noch ein paar Minütchen vor mir und ich bin 3 Minuten hinterm Weltrekord jetzt. Also schauen wir mal. Nicht sicher, ob Sirius, wenn du jetzt 100 Euro donatest, dann singe ich dir den Pokémon-Song. Wenn du das unbedingt willst. Kommt drauf an, welchen Pokémon Song. Das ist ja nicht Sellout, das ist ja für die Krebshilfe. Mache ich das ja gerne. Richtig. Da singe ich ja gerne. Aber da mache ich dann aber mit. Musst mir nur sagen, welches. Full Restore. Vor allem welche Version. Repel. Save. Und der vorletzte Rebel Fight. Oh mein Gott, Spoiler! Was? Das ist nicht der letzte? Es ist nicht der letzte? Was? Was? Wo könnten wir denn den Rivalen nochmal bekämpfen? Ich wüsste es gar nicht. Kann man auch etwas spenden, damit du nicht singst? Sollen wir jetzt ein Bitwort rausmachen, singen oder nicht singen? Nach Pokémon Gold. Ich kann noch eintragen. Wow. Nein, ich meine 3 Minuten hinterm WR, so dass der WR jetzt schon seit 4 Minuten fertig ist. Komplett. Nicht, dass ich 3 Minuten hinterm WR bin. Das wäre ein bisschen cool, ja. Ist leider nicht so. Ah, ich weiß auf jeden Fall, was ich mir jetzt nach dem Run hier erstmal gönne. Ich esse erstmal was, ne? Ja, war auch so mein Gedanke. Erstmal was essen. Schnitzel, das wäre jetzt was. Onestay ist ein bisschen schneller als Ziff gerade im Chat, ne? Mit den Commands. Ja. Ja, Ziff wird halt. Bei dem merkt man jetzt auch schon die Arbeit an. Oh ja. Immer wie wir gestern Abend die letzte Stunde, nachdem unsere Schicht beendet war, rumkangen sind, das war nicht mehr schön. Ich habe ja noch ein bisschen mitbekommen. Bevor ich dann mit meiner Migräne eingeschlafen bin. Mhm. Der aktuelle Weltrekord hat, also Realzeit, also mein Benutzer die Ingame-Zeit, aber die reale Zeit waren 2:09:30 oder so. Müsste irgendwie so im Dreh sein, ja. Also bei speedrun.com ist der WR bei 2:01, aber der wurde auf einem Emulator gemacht. Ja, und in der Pokémon Speedrunning Community wurde es so entschieden, dass Emulator-Runs nicht mehr als WR gezählt werden können. Das heißt, der neue WR wurde vor ungefähr einem Monat gesetzt von JP Xinem. Einen sehr guten Runner. Also 2 Stunden und 3 Minuten gehabt haben, richtig? 2 Stunden, 3 Minuten, 51 Sekunden. Genau, das war JP Xinems Zeit. Das ist der neue Weltrekord. Aber man muss mal wirklich überlegen, dass Wörster seit einem ganzen Jahr da den Weltrekord eigentlich gehalten hat, ist schon krass. Der längste Weltrekord ist in Pokémon Gold Any Percent. Hat Wörster immer noch seit über einem Jahr. Ja, das stimmt. Es gibt jetzt 2 Leute, die haben seine Zeit geschlagen, aber halt beide auf einem Emulator, also zählt er nicht. Übrigens, weißt du, was ganz nett ist? Ich habe ja versucht, mal den Brock-Skip auf meiner deutschen Version zu machen, ne? Mhm. Von Rot. Geht nicht. Nee? Wundert mich aber. Man kriegt den Brock-Skip nicht mehr auf der deutschen Version hin, genauso wenig auf der spanischen und italienischen Version. Okay, hier kommt jetzt Brick Break ins Spiel. Ich habe Brick Break die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt im Run. Für jetzt.
Aber jetzt brauchst du ihn. Durchbruch. Du brauchst den Durchbruch. Und man benutzt, man braucht Breakbreak auch nur für einen Fight in der Top 4. Also es ist echt ein Witz. Ist der erste Fight wahrscheinlich. Genau. Na? Reite ich Spider ja dann zu viel. Genau. Lappen. Ja, shame on me. Immer diese Spoiler. Nee, nee, nee. Hashtag blame Mondmoon. Ich benutze übrigens so eine selber gemachte Strat, so Hybrid Strats nenne ich die gerne. Für Victory Road. Normalerweise macht man, wenn man gut ist, macht man alles mit dem Fahrrad, aber ich kann das nicht. Weil, habe ich ja schon mal gesagt, dass das Fahrrad-Movement echt kacke ist in dem Spiel. Deswegen mache ich so ein Hybrid-Movement. Aus Rennen und anderem Zeug. Rennen und Fahrrad und gehen. Und Fahrrad und Rennen und gehen. Und auch mal Fahrrad und mal Rennen. Okay, während ich das ganze Zeug hier mache, kann ich mal Shoutouts geben. Und zwar Shoutouts zu JP Xinam, der mich eigentlich dazu gebracht hat, das Spiel zu speedrun. Weil ich es halt einfach mega cool fand, wie er das gemacht hat und so. Dann möchte ich nochmal Shoutouts geben zu der Webseite. Wenn irgendjemand von euch irgendein Pokémon-Spiel lernen möchte, auf jeden Fall auf die Website gehen. wiki.pokemonspeedruns.com. Man kann echt über jedes Game und jede Kategorie da nachlesen. Also es ist egal, was man speedrun möchte von Pokémon. Es ist alles auf dieser Webseite. Also ich wirklich, ist alles, was ich euch empfehlen kann. Schaut auf dieser scheiß Webseite nach. Vor allem scheiß Webseite. Weißt du, erstmal noch so richtig hoch predigen über die Webseite und dann am Ende sagen, schaut auf diese scheiß Webseite. Ja, du weißt, wie es gemeint war. Ja, klar. So. Also da auf jeden Fall nachschauen. Und ansonsten Shoutouts für die ganze Pokémon Speedrun Community, weil, wie schon vorhin gesagt, die ganze Community ist einfach echt geil. Community ist der absolute Hammer. Danke Ziff, danke Wednesday. Und Ziff ist mal wieder zu langsam. War aber schneller. Ich würde auch eigentlich sagen, dass Feuerrot nicht das schwerste Spiel zum Lernen ist. Also es hat mich... Es ist gar nicht so schwer zu runnen. Ich bin jetzt auch nebenbei, also nie, obwohl ich Colosseum noch eigentlich runnen will oder halt noch gerade am Lernen bin und auch nach dem ZFM auf jeden Fall weiter lernen möchte, ist Pokémon Feuerrot im Vergleich zu Pokémon Rot total easy. Es ist echt nicht schwer. Also die Glitch-Sachen sind eigentlich total easy. Wenn man es halt versucht zu lernen und das halt auch irgendwo und auch richtig macht, aber ansonsten braucht man nichts. Okay, was ich gerade gemacht habe, ist PC-Heal. Wenn man sein Pokémon im PC legt, wird das komplett geheilt. Und da ich die anderen beiden Pokémon sowieso loswerden möchte, weil ich Blastoise als einziges mitnehmen werde in die Elite Four. Lohnt es sich da einfach zu heilen. Das war's. So Leute, jetzt nochmal aber wir brauchen jetzt aber wirklich nochmal einen ganz, ganz großen Ansturm an Kaparos. Für eine gute Elite Four. Und wir hoffen natürlich, dass er dadurch auch in die Ruhmeshalle kommt. Das hoffen wir, ja. Okay. Los geht's mit Lorelei. Wie schon erwähnt, Lorelei ist der einzige Fight, wofür ich meinen Brick Break gekauft habe. Und ist auch der einzige Fight, wofür ich meine X-Attacks gekauft habe. 6 Stück, man kann 6 X-Items maximal einsetzen pro X-Item. Das heißt, ich werde alle 6 X-Attacks brauchen. Und Brick Break eben.
Und warum brauchst du hier Durchbruch? Weil Kampfattacken natürlich sehr effektiv sind auf Eisattacken. Okay, Safeguard. Dass der Chat super ist. Safeguard Turn 1 ist nice. Ice Beam ist auch nice. Hail ist... naja. Ich sehe Hail nicht so gerne, aber man kann es sehr schlecht umgehen. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich wieder Safeguard Setup machen. Das heißt, er wird jetzt Safeguard benutzen. Okay, wenn er jetzt crittet, das wäre echt scheiße. Okay, alles gut. Brick, brick. Okay. Cloyster ist so ziemlich das beschissenste Pokémon, was es gibt bei Protect. Ist der Feind aller Speedrunner, aber man kann nichts machen. Okay, ich hoffe hier sehr auf Gena von dem Slowbro, weil ich mir diese eine Berry geholt habe vor der Elite Four, die Schlaf heilt. Das heißt, Yawn macht so ziemlich nichts. Info, die Beere heißt auf Deutsch Maron Beere. Falls okay. Du jetzt den englischen Namen nicht wusstest. Ich habe die Damage Range riskiert. Schade. Ich hätte heilen können, aber hab's nicht gemacht. Und ich wurde gereckt dafür. Oh. Naja. Ich wäre sowieso overestimate gewesen. Also, wenn schon, denn schon, ne? Wollen wir es dann jetzt mal mit dem Chat Praise It versuchen? Weil Kaparos hat ja nicht gerade sehr viel Glück gebracht. Nö, es hat schon Glück gebracht. Ich war einfach nur zu blöd. Naja. Nochmal probieren. Nochmal. X-Speed. Safeguards. Exit. Death Counter ist bei 13. Ja, das ist der dritte Death. Oh, Crit. Okay, jetzt spiele ich richtig safe. Full Restore einfach hier. Ich glaube, die Full Restore war unnötig, aber alles gut. Oh Mann, die ganzen Kaparos. Dieser Chat ist so goldig. Ich liebe es. Ich weiß schon, wer mehr auf bei welchem Team ist. Tja. Sieht man ja schon an dem sieht man ja schon am Chat alleine. Hashtag Team Kaparos, Leute. Ja, ja, wahrscheinlich. Als ob es jetzt noch irgendwelche. Du hast praktisch alle, die vorher Lord Helix gespielt haben oder Praiser gespammt haben, hast du jetzt praktisch auf Kaparos umgestiegen. Tja. Man braucht so wenig, ne? Du hast sie alle umkonvertiert. Ist so gemein. Okay, kein Protect, komm schon. Yeah, nice. Jetzt kommt Yawn bestimmt. Surf. Kein Yawn. Wow, es war sogar echt eine Damage Range, dass ich da vorhin gestorben bin. Jetzt hat er 25 Schaden gemacht. Ich hatte vorhin 24 Leben, also er hätte auch weniger machen können. Naja. Wollen wir uns mal nicht beschweren.
übrigens, er hat keine 25 Schaden gemacht, sondern 28 Schaden. Du hattest 78 KP. Oh, echt? Ja. Okay. 3 KP verschätzt. Lohnt es sich im Pokémon den Weltrekord zu grinden? Ja. Ja. Pokémon-Weltrekorde sind sehr satisfying. Also wer da ganz oben mitmischen will und wirklich den Weltrekord ansiedelt und es an Wörster vorbeischafft, Hut ab. Wörster hat gar nicht mehr so viele Rackies wie vorher. Ja, nicht mehr, aber trotzdem. Hut ab. Er hat schon noch genug. Er hat genug. Jetzt ja erst wieder... Er hat genug Weltrekorde und Wörster ist wirklich ein Standby. Er ist kein Standby. Wörster ist salty meistens. Okay, Onyx. Hier kommt das erste Guardsback ins Spiel. Ist aber auch nur so, weil er halt nicht mehr zufrieden mit seinen Runs ist. Shit! Okay, muss ich reset leider. Falsches Ex-Item benutzt. Wir hätten gerade eine Donation reinbekommen. Los, los! Und zwar 5 Euro von Becky-chan. Oh. 4. und letzte Donation fürs ZFM. Ihr habt ein tolles Event organisiert. Rummel! Incentive, Name des Felinos ist gleich Sieger des Races. Kennen wir Kai. Das finde ich gut. Schöne Donation. Das ist eine gute Idee. Schöne Donation. Das ist echt gut. Das ist eine echt nette Donation. Dankeschön, Becky. Vielen Dank. Ich weiß ja eh, wer gewinnt. Muss ich mir ja sogar anstrengen, weil ich das Felino nicht nach Mond benennen will. Ach so, du willst es nicht. Nee, du musst es nicht nach Mond benennen, du musst es nach Kevin benennen. Genau, Kevin oder Kyle werden halt die zwei Speck. Optionen, je nachdem wer gewinnt. Ja. So. Alright. Ich meine, ich habe schon überlegt, ob ich auf Felino eine Donation setzen sollte für Mr. Tiger. Das hat das letzte Mal schon gut geklappt. Hat super geklappt. Oh, nice. Yo. Machoma hat sich aber ganz schön runtergehauen, ne? War auch nicht so geplant, der Freitag. Ich hab ein bisschen was falsch gemacht, aber... Das war auch gerade echt Glück, oder? Das war echt Glück. Vor allem auch, dass jetzt gerade der Onyx seinen Eisenschweif gelöst hat. Kaperos war mit mir. Nicht canceln. Okay. Das Gengar hier ist ein bisschen wie Raichu vorhin. Hat Doppelteam. Also sehr blöd, aber muss man mit leben. Okay. Speed. Ich hab das Gefühl, Murp bleibt auf meiner Seite. Wenigstens einer für Speck.
Ihm praise it. Nein, Confuse Ray. Okay, Spec. Ich habe bis jetzt nur ein Double Team eingesetzt, das ist sehr gut. Surf. Nice. Alright. Restore. Wer ist denn mal mit einem Poke Harvest Moon? Daraus könnte man ein richtig schönes Spiel machen. Ich lass mal den offen im Raum stehen. Ich muss mir mal dazu echt Gedanken machen. Der Kommentar von Bloodborne dazu ist gut. Pokémon oder Harvestmon? Ja, Pokémon, weil Harvestmon und Harvestmon klingt ja schon fast gleich. Ja, Pokémon klingt ja auch. Naja. Ja, deswegen. Und zum Thema Schedule einhalten. Wir haben halt echt das Problem, dass wir vom ursprünglichen Schedule gerade richtig weit abkommen. Leider. Weil wir einfach das Problem hatten, dass der Super Mario World Run nicht stattfinden konnte. Und der Einzige, der gerade auf die Kürze überhaupt einspringen konnte, war Kyle, wofür wir sehr dankbar sind. Das einzige Problem ist halt, dass sein Run eine halbe Stunde länger dauert als das Estimate von Super Mario World, da können wir aber leider nichts machen. Sonst die Alternative wäre gewesen, dass ihr fast 2 Stunden Standbild bekommt, was wir euch nicht hätten zumuten wollen. Oh, weißt du, Super Mario World echt nur 2 Stunden Estimate? Ja, 1,55 Estimate. Oh, damn. Macht aber nichts, das kriegt man wieder raus. Kriegen wir raus. Ja, Frame kommt gleich, dann gibt's wieder einen schönen Run. Okay. Habe ich gesaved? Ich hoffe, ich habe gesaved. Siegfried fight, Kollege. Siegfried. Bitte sag mir, dass ich gesaved habe. Hast du? Ja, hast gesaved. Okay. Exakt. Locker, du hast gesaved. Exakt. Speck. Gib dein Po. Full Restore. Pokémon mit Digimon. Biff! Hä? Warum? Nein! Er hätte Hyper Beam benutzen sollen. Warum? Hast du nicht Hyper Beam benutzt? Ja, Dragon Rage machen wollte. Okay. Ich hab's nicht verstanden. Flinch! Scheiß Gyarados. Flinch for the win. Wir brauchen Kapparos! Jetzt kommt Hyper Beam. Okay. Blizzard. Blizzard. Full Restore. Ich mache ja schon. Yo, Cryptek. Kapparos ist nicht kacke. What the fuck? Kapparos ist das beste new Twitch Emote. Wo
Und ich glaube, Sif kommt gleich hochgeschossen und schallert uns an. Ey, er kann froh sein. Ich habe das eine Ewigkeit nicht mehr gesagt, ja. Aber nur, ich bin gerade auch nur wieder drauf gestoßen, weil jemand halt geschrieben hat, dass es ein Spiel oder irgendwas gibt, wo Digimon und Pokémon beides dabei ist. Und deswegen bin ich gleich darauf gekommen. Okay, warte mal eben ganz kurz. Also ich bin in 10 Minuten durch. Dann sagen wir mal, Frames Run fängt um Viertel nach an. Was ist Frames Estimate? 50. Okay, Frame ist aber gut. Das heißt, Frame macht das in 45. Oder weniger. Nice. Dann ist Frame um 3 durch. Ah, okay, dann sollte das noch passen. Von meiner Zeit her. Wenn wir jetzt nicht mit dem Race total überm Estimate wären. Hoffen wir nicht. Also so bad RNG sollten wir nicht kriegen. Jetzt benutze Hyper Beam. Okay. Jetzt läuft's wie ich das möchte. Special. Nicht Dragon Rage. Los, Bite. Nein. Estimate von Frame ist übrigens nicht 50, sondern 45 Minuten. Ja, ich habe die Setup-Time mitgerechnet, das heißt, die Runs, die du zwischen den Runs hast, sind 50. Hyperbeam Miss. Nice. Let's go. Flinch. Natürlich. Okay, also bei Dragonite healen. Full Restore und Dragonite. Dragoran ist böse. Ja, meine Geschwindigkeit. Jetzt kommt das halt ins Spiel, dass ich mir meine Speed Nature habe. Slidy, Super Mario 74 Extreme Edition. Ja, das gibt's wirklich. Das ist aber nicht das offizielle Super Mario 64 Spiel, sondern ein Fanmade ROM Hack. Ein sehr schwerer ROM Hack. Ja, über die Schwierigkeit wollte ich mich jetzt gar nicht auslassen. ja, es war nur die Frage, ob es den tatsächlich gibt oder ob es ein Tippfehler ist mit 74. Aber nein, den gibt's wirklich. Gibt ja auch 63. Strange. Es gibt auch Kaizo Mario 64, es gibt auch Star Road, es gibt. Ach, es gibt Kaizo Mario 64? Ja. Ja, ja. Hab ich gerade Kaizo gehört? Simple Flips ja. Hat davon mal einen Speedrun gemacht. Ich glaub, das muss ich mal die nächste Zeit nach dem ZFM spielen. Da will ich meinen Spaß haben. Casual, versteht sich. Speedrun will ich sowas nicht. Da muss ich irgendwann wahnsinnig werden. Okay, der letzte Kampf. Go, go, go! Hey, ich schaff vielleicht Sub 330 Ingame Time. Alles, was zählt, right? Okay, ich halt jetzt meine Fresse, weil die Musik so gut ist. Und ich mach's einfach nur.
Okay. Puh, Mann. Hey. One-Hit Wonder. 14 Minuten im Rest. Auf Garot ist alles one-hitted, ne? Jo. Ja, Alter. Ja, Cynthia ist der beste Champ aller Zeiten. Ist der beste Champ. Okay, ich will die Credits gar nicht so lange laufen lassen. Frame können von mir aus schon direkt jetzt loslegen. Weil ich nicht mehr so viel, ich habe gar nicht mehr so viel Zeitpuffer, deswegen so schnell wie es geht hinter mich bringen. Dann werde ich mich aber auch nochmal verabschieden und mich schnell was zu essen machen, bevor unser Race losgeht. Ansonsten mit leerem Magen und ein Race wird's böse. Auch wenn es nur ein kurzer Race ist. Aber gut, vielen Dank, dass du nochmal eingesprungen bist, Kai. Mit dem Fire Red Run. Bitte besser. Vielen Dank an Ziv, dass er mich den Run hat machen lassen. Okay, wir gehen gleich in die Übergabe und dann geht's gleich weiter. 2:30 im Zeit. Also, hey, nicht underestimate, Leute. Was ab? Übrigens, du musst jetzt Folgendes machen. Das ist so eine Tradition. Immer wer übers Estimate kommt, muss jetzt die Summe spenden. Ich kann aber nicht spenden. Ich habe kein PayPal-Konto. Ich würde doch so gerne spenden. Du würdest so gerne spenden, wir müssen es alle. Ja, yeah, ich finde es so schade, dass Songstone Skip in Wind Waker noch keinen Money hat. Kommt noch. Hoffentlich. Nice. Frame Perfection. Hallo, Kylovic. Frame, sup. Hallo, Frame. Kann es gehört werden, ne? Ja. Hallo, ich weiß nicht, ob du im Stream bist. Ich schau gerade mal nach. Ich glaube schon, weil ich bin ja noch live. Ja. Man sieht die sexy Credits. Gut, Leute, wir sehen uns später wieder zum Race. Ja. Da wird es nochmal fette Party geben. So, ich höre einfach auf.